So, servus und herzlich willkommen, zumindest schon mal bei mir beim Livestream. Hallo Tom. So, ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie höre ich Pity anscheinend nicht oder ich weiß es nicht. Normalerweise ist sie super pünktlich. 10 Minuten vorher macht sie ihren Stream an, aber irgendwie höre ich sie nicht. Tja. Keine Ahnung, ich würde sagen, wir warten mal gemeinsam, weil sonst fällt mir nämlich langsam die Decke auf den Kopf. Ich sitze nämlich schon seit einer Viertelstunde hier. Wie geht's dir, Tom? Ich hoffe doch alles gut. So, wir haben ja heute einen Dreier-Stream, also im Grunde mit drei Spielen. Das eine ist jetzt halt hier dieser Camping-Simulator. Danach kommt der Barbecue Simulator und als drittes machen wir dann mal den Overcooked. Ja, also das sind die drei Spiele, die wir heute mal im Koop probieren wollen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, was da drüben abläuft. So, Multi. Wahrscheinlich ist das jetzt dann auch alles auf... Ich begrüße euch zu einem Stream mit Bobas. Wir machen einfach mal Quatsch und so weiter und so fort. Und schauen wir doch mal, wie blöd wir uns anstellen. Dann sage ich auch mal Servus an dich, Pittichen. Ja. Ich konnte jetzt nicht warten. Ich war jetzt halt hier eine Viertelstunde gesessen. Mir ist langsam die Decke auf den Kopf gefallen. Deswegen habe ich 2 Minuten früher gestartet. Oh, sowas. Ja, weil ich jetzt auch dich nicht gehört habe mehr. Also ich wusste nicht, was jetzt Sache ist. Ja, ich wollte ja nicht, dass dir auch die Musik hier reindudelt, ne? Ach so, ne, das höre ich doch nicht, die Musik. Hallo Smürkinger, schön, dass du da bist. Ich mache euch mal den Link für den Multistream rein, falls ihr Bobas und mich beide gleichzeitig sehen wollt. Ansonsten Ausrufezeichen Multi, dann wird euch Stream Elements den Link geben. So, Bobas, wer macht denn den Hoster hier? Ich bin schon beim Multiplayer-Spiel. Da bin ich auch. Ich weiß jetzt nicht, wer das bessere Internet hat. Eigentlich hast du immer gehostet, ne? Weil das bei dir besser war. Ja, mir ist wurscht. Dann mache ich. Ich bin auf EU gegangen. Ja, ich auch. Ja, okay. Jetzt ist nur die Frage, ob ihr die Pity auch hört, weil nicht, dass mir das gleiche wieder passiert. Ich habe dich zwar auf die Boxen jetzt gelegt, also quasi mit dem Spielsound zusammen, aber... Hallo, hört ihr mich? Ich kann ja wieder sein, dass du nicht gehört wirst. So, okay. Ja. Also ich bin auf Multiplayer-Spiel. Ich gehe mal auf neues Spiel und dann gibt es hier drei unterschiedliche Karten anscheinend. Das Spiel erstellen musst du irgendwie... Genau, Spieler stellen. Und dann gibt es hier drei unterschiedliche Karten. Mhm. Muss ich bestimmt noch einen Kaffee machen? Go, Bobas. Nee, ich habe noch eine Vierteltasse Kaffee habe ich noch da. Tom, danke. Mhm. Jedenfalls, ich bin jetzt halt mal hier auf den klassischen Wald gegangen. Ja. Eine realistische Walderfahrung mit begrenzten Ressourcen. Und was gibt es noch? Es gibt dann noch den Schneehügel. Realistisches Schneecamping-Erlebnis mit begrenzten Ressourcen. Es kann schwierig sein, sich aufzuwärmen. Nee. Muss nicht sein, ne? Wir wollen Spaß haben. Nee. Und dann gibt es noch die Schlucht. Eine realistische Schluchterfahrung tagsüber und sind die Temperaturen normalerweise sehr hoch. Nachts können sie jedoch sehr niedrig sein. Also wenn, dann würde ich sagen, gehe ich auf den Wald. Es steht zwar auch hier, es kann schwierig sein, Nahrung zu finden und in der Natur zu trinken. Aber ich denke mal, das wird noch die einfachste Karte sein. So, mein Room heißt Bobas Room. Die maximale Anzahl der Spieler kann man leider nicht einstellen. Also die steht auf 8. Es könnte also sein, dass irgendwer noch mit reinspringt. Ein Spiel gefunden. Was? Spiel beitreten. Ja gut, ich habe es ja noch nicht erstellt. So. Raumoptionen, ich habe den friedlichen Modus an. Das heißt Tiere, dass die uns nicht angreifen. Und Teambeschuss habe ich natürlich off gemacht. Dass wir uns nicht gegenseitig verletzen. Ja. Genau, und dann würde ich sagen, ich muss gucken, hier Spiel erstellen. Genau, Spiel erstellen. Ich höre euch beiden gut, kann aber nur ein Spiel gucken. Ich weiß ja nicht, wie du guckst, Mürkinger, dass du beide gut hörst, ist klar, weil du guckst ja nicht bei Bobas.
Weil, ne, es geht ja darum, ob man mich bei Bobas hört, nicht ob man Bobas hier hört. Und der Multistream-Link geht bei dir nicht. Wenn du auf den Link klickst, dann müsstest du beide Streams sehen. Egal welches Gerät du hast. Also bei mir funktioniert's. Ich habe mich jedenfalls mal auf Dings gestellt, auf Abwesend, so dass ich auf jeden Fall da bin, aber mit bitte nicht stören versehen, weil wenn man auf Steam einmal ganz kurz online ist und schon wird man benachrichtigt von Leuten. Ja. ich mache jetzt einmal hier bereit. Ich hoffe, du kannst mich finden. Spiel starten, alle bereit? Ich weiß es nicht. Ich bin bereit. Bubas Ruhm. 8 können rein. Join. Ah, da ist Hallo. Pittichen. Hallöle. Warum ist denn bei mir ein Daumen nach unten? Ach so, weil du bist der Hoster. Ja, genau. Okay, du musst aber auch irgendwie bereit klicken. Ich weiß es nicht. Ach so. Alle bereit. Dann, ich mache jetzt halt einfach mal starten. So, was ist Pick Essen? Klassische Pick Essen? Warte mal, Pick Essen, dein Rucksack. Ah, das haben wir alles im Rucksack. Okay. Und dann sollen wir hier noch das Essen wieder zunehmen, oder was? Ah ja, okay, mit dem Plus, da kannst du dir Essen hinzufügen. Okay. Und scrollen geht leider nur, wenn du zwischen den Bildern bist. Wenn du auf einem Bild bist, dann kannst du nicht scrollen. Das heißt, wir können uns bevorraten. Also ich habe hier Äpfel, ich habe sowieso schon 5-mal Wasser. Ich habe ein Zelt, Camping. Was habe ich denn hier alles? Ein Taschenmesser? Ein Radio? Ja, Radio brauchen wir nicht. Hier eine Funke sollten wir mitnehmen. Ein Gaskocher. Ich packe mal in den Koffer und nehme mit. Eine Angel. Wo hast denn du den Radio gesehen? Bei Camping oben. Du hast ja Essen, Trinken, Camping, Artikel. Ach so, Eine Angel, was ist denn das hier? Tape? Was ist das? Klebeband. Damit kannst du Dinge herstellen. Jetzt sollten wir uns auch absprechen, weil wir haben ja beide nur 20 Kilo, glaube ich, die wir mitnehmen können, oder? Ich weiß es jetzt keine nicht. Ahnung. Soll ich Klopapier mitnehmen? Ja, anscheinend braucht man das. Was ist denn das? Streichholzschachtel. Fernglas, Batterie, Streichhölzer, ein Topf, Teller, eine Gabel. Okay, also Zelt, die Zeug haben wir ja alle beide wahrscheinlich drin in dem Rucksack, ne? Aber das ich stecke jetzt mal ein, was geht hier. Ja, darum meine ich ja, ob wir uns da vielleicht absprechen. Oder ich weiß es nicht, ob man da gleich viel, ob man dann mitnehmen kann, was auch immer in der Menge. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, weil ich das auch noch nie gespielt habe. Ja, hallo Quack, schön, dass du da bist. Und hallo Tom. Ist Bobas auch live? Bei Ihnen sieht man nichts. Warte, ich mach dir mal... Ich bin auf öffentlich, sehr gute Verbindung und Tom hat mir auch schon geschrieben. Also von daher, Hering. Da ist der Multistream-Link, aber wie gesagt, eigentlich müsste man ihn sehen. Bei manchen Sachen weiß ich gar nicht, was das ist hier. So. Es wäre interessant, was du jetzt eingesteckt hast, weil dass ich vielleicht dann genau andere Sachen noch mit einstecke. Kühltasche. Na gut. Also die kriechen das wieder weg. Also ich habe von jedem Essen mal eins, dann habe ich dieses Tape, den Gaskocher, eine Angel, dann die Funke auf jeden Fall, damit wir uns vielleicht gegenseitig anfunken können. Sprich mit den Leuten um dich herum. Okay. Weil Bubas steht auf Bubas warten, da läuft kein Stream. Da läuft kein Stream. Ja, ist wirklich übel. Also zum Glück habe ich es ja aufgenommen. Dein Stream wird ab jetzt live, okay. Ich muss bei YouTube nochmal separat klicken. Das habe ich eben
Das habe ich eben nicht, wenn ich nicht diese dumme Planung hier mache. Da habe ich, da klicke ich dann auf Stream übertragen und dann überträgt's und fertig. Und ich muss nicht nochmal separat irgendwas klicken. Läuft jetzt? Ich denke mal, ja. Also ich habe hier 7 gleichzeitige Zuschauer. Ich habe schon 4 Likes. Ah, jetzt ist er live, steht da. Oh, okay. Okay. Dann blende ich mich auch. Dann blende ich mich nochmal ein. Hallo. Hier bin ich. Hi Online-Ritter. Ja, dann waren das jetzt die ersten 10 Minuten schon mal für ein Lokus. Aber wie gut, dass ich das Ganze aufnehme zusätzlich. Das wird ja dann später sowieso geschnitten. Hallöchen, Fabi. Salus, Servus Bovers und Servus Pitti. Hallo. Hallo. Auch hier Hallöchen. Hi Quack, hi Efi. Na, gucken wir mal. Irgendwie hat es jetzt nicht hingehauen. Weil ich habe nämlich, vorhin bin ich auf Livestream gegangen und habe dann quasi meinen Livestream von, was ist, Center Station habe ich drin gehabt. Und dann musste ich ja unten auf Planen gehen. Und dann habe ich diesen Stream geplant. Aber dass ich da dann nochmal auf Stream starten klicken muss, das war mir nicht bewusst. Ja. Tja, wieder was again dann, what learned. Dann poste mal den Multistream-Link auch nochmal bei dir rein. Habe ich. Den habe ich ganz oben drin. Ich kann den aber gerne nochmal posten. Achso, das ist zum Beispiel was, was ich nicht weiß, wie man das ganz oben in den Chat kriegt, wie man da was anpinnt. Achso. Das weiß ich wieder nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich habe den ja einfach nur als erstes rein, als ich um 13.37 Uhr habe ich den rein. So, das sehen natürlich die Leute, die später kommen, nicht, ne? Außer sie scrollen hoch, weil das ist ja Live-Chat und dann kann man ja da nach oben scrollen. Wie heißt das erste Game? Ich packe meine Tasche. Camping Simulator The Squad heißt das. Ja, hallo Albrax, schön. Genau, dass du irgendwie da bist. So. Irgendwie so. Also, wenn wir mal oben durchgehen. Ja. Ich habe beim Essen alle 3 Sachen einmal eingepackt. Ich 2-mal. Ich habe einen großen Hunger. Ja, okay, ich glaube, ne, wenn wir. Es wird ja schon gesagt, Essen ist schwierig, ne? Ja, nimm lieber noch eine 2. Dose mit. Ja, das mache ich so. Dann okay. Bei Trinken habe ich eigentlich nichts eingepackt, weil ich schon 5 Wasser oder was das ist im Inventar hatte. Ja, das habe ich auch, aber ich habe trotzdem noch mal 5 Wasser eingesteckt. Und warte mal, wir könnten doch trotzdem mal Bierchen mit. Also ich möchte ja wissen, wie das wirkt hier. Wie das wirkt. Ich nehm noch ein Flaschbier mit. Oh ja, nehme ich auch eins. Abends, wenn wir dann am Lagerfeuer sitzen. Genau, fehlt bloß noch die Zigarre und dann. Genau. So, bei Camping, das Schweizer Messer habe ich mitgenommen und daneben ist das Radio. Das habe ich nicht eingesteckt. Das Schweizer Messer, komischerweise, habe ich schon einmal im Inventar gehabt, aber ist okay. Das Radio nehme ich auch nicht mit. Funkgerät. Da habe ich die Funke mitgenommen, weil ich denke mal, dass wir vielleicht miteinander funken müssen. Ja. Den Gaskocher. Die Angel. Wegen Aha. Essen, ne? Ja. Und ich weiß ja auch Tape. Nicht, ob wir eine Schnellleiste haben. Also ich habe jetzt 38 Liter von 45 mit. Und dann dieses, wie heißt denn das, diese Abdeckung hier, diese... Oh. Also diese Tischdecke das, da. Ja, genau. Ja. Tom, ich habe dich begrüßt. Ich habe dich ganz, ganz, ganz am Anfang begrüßt, als ich schon dachte, dass der Stream läuft. Ich habe euch alle begrüßt. Und ich grüße nochmal jeden, den ich jetzt nicht begrüßt habe. Hallo Albrax. Das wird mir wieder zum Verhängnis. So. Armer Tom. Tom, hallo. Na, Tom? Genau, den grüßen wir jetzt heute öfters. Hey, Tom, servus. Das Ducktape mitgenommen, weil ich dachte, erfahrungsmäßig von 7 Days to Die, Ducktape braucht man immer beim Survivalen. Ducktape, also das Entenklebeband. Ja. Duck. Ja, das okay. Neben der Tischdecke. Ja, das habe ich auch. Das habe ich 2-mal. Und vielleicht dann, muss ich dich ja fesseln oder so, ich weiß nicht. Ja, genau. Und bei den Artikeln habe ich mitgenommen den Topf, den Teller. Oh, ich brauche auch einen Teller. Gabel und Tasse. Okay. Streichhölzer habe ich 1 eingepackt, aber hier packe ich mal 10 ein. Nicht, dass da
ne, du hast zwar eine Matchbox, aber ne, nur ein Streichholz, da kommst du nicht weit. Okay. Dann einmal Klopapier, das Fernglas und eine Batterie. Vielleicht sollte ich von den Batterien mehr einstecken. Eine Messerhülle. Axt. Ja, und ansonsten habe ich das andere habe ich alles nicht eingesteckt, weil ich einen Bleistift und einen, weiß ich nicht, ob wir sowas brauchen. Ich hab's jetzt einfach mal mit rein. Na okay, dann nehme ich das auch mal mit. Klopapier. Und dann, ich nehme gleich fünf mit. Das Notizbuch aber auch mitnehmen, wahrscheinlich. Worte eines weißen Mannes, das Buch. Das müssen wir auch mitnehmen. Vielleicht können wir das als Anzünder verwenden. Welches ist denn das? Das unterste Buch ist das. Da steht bei mir Tücken drauf oder sowas. Ja. Nähbaubers Fesseln, falsches Game. Übrigens, und Servus Tom. Das rote daneben, weiß ich nicht, was das ist. Das schaut aus wie Unterhosen. Die Unterbuchs. Ich weiß es nicht, Kleidungsstück. Ein normales Kleidungsstück steht da. So ein Dings, wo liest du das? Auf der linken Seite leuchtet es auf, wenn ich da drauf gehe, auf die Bildchen. Bei mir nicht. Also wenn ich, bei mir wenn ist ich jetzt, keine Erklärung. Also wenn ich jetzt auf das Buch mit meiner Maus gehe, dann habe ich links eingeblendet das Buch, Worte eines weißen Mannes. Da sehe ich, wie viel Liter und wie viel Kilo. Wo denn links? Auf der linken Seite vom Bildschirm. Also links ist doch dieser klassische Walddingsbums da. Ja. Und da drüber blendet es einfach dieses Fenster ein. Nee, kann man, glaube ich, ganz gut in meinem Stream sehen. Aber das ist klar, dass du jetzt meinen Stream ja nicht gucken kannst. Ja, bei mir steht übrigens unten Teambeschuss an. Teambeschuss ist erlaubt. Okay. Und Tiere werden dich angreifen. Friedlicher Modus aus. Das wundert mich jetzt aber ehrlich gesagt, weil das habe ich ja anders eingestellt. Oder vielleicht ist das die Standardeinstellung. Ich weiß, wir probieren es jetzt einfach mal. Ja. Ich glaube, wir haben alles, weil sonst kommen wir heute nämlich gar nicht dazu. Wir haben beide keine Ahnung. Genau, und wir haben auch nur eine Stunde für dieses... Oh. So Angriffsmodus, F, Stein werfen. Da steht sie ja. Hallo. Springen kann ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Okay, Inventar. Stein werfen. Hab ich denn eine Schnellleiste? Ach, das ist herstellen. Ich kann was herstellen. Ach so, das ist... Ah, okay. Okay, aber wir haben tatsächlich die Sachen drin, die wir drin hatten. So, unten ist... Haben wir denn eine Karte? Ja, haben wir. Unten Kompass. Echt, wir haben eine Karte? Startpunkt. Wo wollen wir hin? Zum See? Gehen Sie zum Wasser? Campingplatz, steht oben. Oben rechts steht... Gehen Sie zum Camping... Wo ist denn der? Ich denke mal, dass wir den Dingen hier folgen. Please don't litter. Help keep your community clean. Kann ich rennen? Ja. Oh, aufnehmen. Berries. Ach so, das muss man halten. Aber so. Wie kriege ich denn hier irgendwas ins Inventar? Holz. Mit Tab kannst du das Inventar öffnen. Ja, aber ich meine in die Schnellleiste. Ach so, gibt es eine Schnellleiste? In der Vorschau hatte ich sowas gesehen. Okay, also ich habe irgendwie keine Schnellleiste. Nee. Hast du ich die Karte aufgemacht? Ah, öffne deine Karte und erkunde die Umgebung. Jetzt habe ich eine Karte. Gehen Sie zum Campingplatz. Nee. Es ist gleich 15 Uhr nachmittags. Ich weiß nicht, wann es dunkel wird. Man hält die Karte unten am Schoß. Ich kann die ja gar nicht... Warte mal. Rechter Mausbutton Zoom. Ah. Aber ich sehe die Karte ja gar nicht richtig. Komisch. Ich komme. Ah, das Ziel ist markiert. Guck mal da. Da. Interaktion. 1800... Nee, wie viel Meter? 185 Meter ist das Ziel. Okay. Kann ich jetzt Steine aufnehmen? Ja, das habe ich auch gemerkt. Und auch Holz und sowas, ne? Aber... Ja, aber wir sind ja schon voll genug. Was haben hier haben wir jetzt irgendwie Artikel? Wie kann man das Zeug verwenden? Ja, genau. Wie benutzen? Nee.
Ja. Weil ich habe zum Beispiel gesehen in der Vorschau, dass einer eine Axt in der Hand hat. Okay, vielleicht muss man die bauen. Warte mal, Axt. Oh, Bären, Vorsicht. Ich würde mich zumindest... Warte mal, ich schau mal, ob ich mich mit einer Gabel bewaffnen kann. Achso, warte. Platziere Kutren. Schweizer Messer, 3 Steine, 3 große Steine, 5 Äste. Wie soll ich einen Äste kriegen ohne eine Axt? Bärenfallen. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Und dafür ganz viel. Nee. So. Ich denke, wir sollten lieber am Weg bleiben, ne? Nicht so querfeldein oder was laufen, weil... Ich wollte ja auch gar nicht... Was ist denn das Rote? Achso. Ich kann die Gabel nur platzieren. Ja, ich auch. Ich auch. Okay, dann machen wir erstmal. Ah. Linker Maus-Button, Axtangriff, Faust. Rechte Maus-Button, Axtwurf und Tritt. Du kannst auch ohne Axt kämpfen. Ah, wenn du F drückst, dann hast du die... Dann hast du die Axt in der Hand. Aber Bäume fällen kann man nicht. Und werfen. Hilfe! Ich habe keine Axt mehr. Hier ist sie. Es wird schon dunkel, das ist ja... Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Hilfe. Ja, hier ist sie. Ah, da. So weit vorgeflogen. R aufnehmen. Es wird schon dunkel. Ja. Was liegt denn hier? Holz. Stein und Holz. Okay. Ja, warte mal, wie war das mit... Jetzt weiß ich nicht mehr, in welche Richtung ich muss. Hallo Punschigel, schön, dass du andere da Richtung, bist. Andere Richtung. Juhu, ich würde ja gerne winken, aber es geht in eine andere Richtung. Ja, ich komme. Du läufst weg von mir. Da bist du, ich sehe dich. Ah, siehst du mein Licht? Ja, wo hast denn die jetzt her? Mit L. Mit L. Hm? Okay. L wie Licht. L? Ah. Was? Höhle? Dum, 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 dum. Hui. Oh, jetzt habe ich meine... Du kannst über Hindernisse springen. Das soll man sich alles merken. Ja. Und dann springst du, dann ist die Lampe weg. Toll. Ja. Da haben wir wieder einen Kletterdingsi. Und dann kletterst du hoch und dann ist wieder die Lampe aus. Ja. Ich blende dich. Hoffentlich nicht. 91 Meter noch. Ungefähr. Ah. Nochmal klettern. Ein Stock. Ja, ich will mich nicht so viel beladen, weil... Zwei Stock. Öffne und schließe deine Tasche. Tab. Ja, das haben wir ja schon. Was haben wir denn da? Nochmal einen Stein. Hier ist eine Tasche. Ah, wir sind angekömmt. Hier ist Loot. Ein Seil, Klebeband, Konservendosen. Dein Rucksack ist voll, heißt es jetzt bei mir. Ja, okay, dann lassen wir den Rucksack erstmal Rucksack sein. Ah, Quest abgeschlossen. Säubere den Bereich. Schmutziger Platz. Ach, guck mal, die Aussicht. Wow. Ja, jetzt wenn es noch Tag wäre, ne? Sollte man vielleicht... Oh, kann ich damit interagieren? Vielleicht sollte man, ich weiß es nicht. Jetzt probiere ich das mal aus. Man hat doch hier diese Camping-Sachen. So, erforderlich beim Bau des Zeltes. E benutzen. Ah ja. Q drehen. Q und R. Du willst lieber erst buddeln in der Dunkelheit? Ich will Zelt aufbauen. Oh, ich weiß gar nicht, wo ist dann der Eingang? Ich stelle das jetzt einfach mal dahin. Zack. Ah, aber ich glaube, das stimmt. Also das ist hier vorne und hinten. Camping?
Benutzen. So, zweimal Dingsi benutzen. E platzieren. Einmal da. Einmal da. Ist ja auch interessant, ne? Ich kann das nicht platzieren. Das ist immer rot. Mit links. Was denn? Du musst den Boden. Zelt. Den Boden, oder? Ich habe das Zelt jetzt genommen. Nee, du musst es aufbauen. Du musst es einzeln aufbauen. Du musst den Boden aufstellen, dann die Stange reinsetzen. Ich habe mir schon sowas gedacht, als ich das gesehen habe im Inventar. Mit den Stangen und so weiter. So. Dann. Ich habe keine Ahnung, wo die Stange hin. Da. E platzieren, Q drehen, R drehen. Ah. Tada. So, jetzt brauchen wir natürlich noch die Heringe. E benutzen. Oh, an den anderen komme ich fast nicht hin, aber ist gut. So, ich habe es geheringt. Das ist die Tischdecke. Schlafsack? Ah ja, da Schlafsack. Benutzen. Genau. Okay, so geht's nicht. So, einmal platziert. Interaktion. Ich schnarch schon. Ja, ja, super. Ach Mann, ich mach das immer zu weit. Jetzt. Was haben wir denn da? Schmutziger Platz. Die Ringe. Aha. Das buddel ich mit der Schaufel, buddel ich das weg. Dann mache ich halt hier mal den Dreck weg. Ja, mach mal. So, baue dein Zelt auf, indem du es aus deinem Rucksack holst. Na toll, dankeschön. Ah, das ist doch schön gemacht. Ich kriege jetzt den Quest, baue dein Zelt auf, obwohl ich es schon aufgebaut habe. Ja, ich auch. Schön, ne? Ja, weil wir den Platz wahrscheinlich nicht komplett sauber gemacht haben vorher. Jetzt müssen wir es wahrscheinlich wieder aufbauen, weil... Ich gehe schlafen. Ich will Tag haben. Ich weiß nicht, ob das dann den Tag überspringt. Also die Nacht, meine ich. Bist du auch im Bett? Wie komme ich denn da rein? Auf den Schlafsack drücken dann. Also den Schlafsack hinlegen und dann auf den Schlafsack. Okay. Du schläfst gerade. Ja, ich schnarche. Also es ist Real Life quasi. Weil ich glaube, sonst wissen wir ja nicht, was wir machen müssen, ne? Ja. Oh, ich habe Durst. Also du bist auch im Bett, oder wie? Ja, ich bin auch im Bett. Ich habe 4 Uhr jetzt. Okay, wir haben 4 Uhr und da steht plötzlich die Zeit. Ja. Du bist aufgewacht. Ich glaube, wir müssen das Zelt nochmal abbauen, sonst geht der Quest nicht weiter. Das kann sein, ja. Wasser ist so wichtig, steht da. E trinken. Gluck, gluck, gluck. Okay. Nein, hör auf. Was denn du? Was magst denn du an meinem Zelt? Ja, ich wollte den Hering aufnehmen und jetzt klopft er den da rein und hört überhaupt nicht mehr auf. Hör auf jetzt. Warum klopfst du jetzt an meinem Zelt hier rum? Ich kann nicht mehr aufhören. Nein. Ich komme nicht mehr, es hört nicht auf. Ich kann ja mal probieren, ob ich den Hering dir wegschnapsen kann. Ja, das wäre vielleicht... E-Interaktion? Information nicht verfügbar. Ich kann auch nichts mehr machen. Ich kann keine Taste drücken. Gar nichts. Oh, gar nichts? Nee. Und ich bin hier in der Endlosschleife. Oh je. Ich glaube... Also, ich habe ja mal drauf geguckt, ne, bei dem Spiel. Das war der letzte Update, war 2021. Also, auch wenn das Spiel jetzt halt hier nur 3 oder 4 Euro kostet, wenn man es kauft, ne? Mhm. Ich komme da nicht hin, weil du irgendwie davor bist. Ich glaube, du musst das Spiel mal abbrechen und neu machen, weil Vital Funktions in Danger. Guck dir direkt auf den Hintern.
Ja, ich sterbe gleich, weil ich verdurste, aber. Was, du stirbst gleich deswegen? Ja, vitale Funktionen sind kritisch. Du Oh hast zu je. essen und zu trinken, aber ich kann nichts machen. Also ich Okay, bin jetzt. dann mache ich jetzt mal zurück zum Menü. So. Ja. So. Jetzt müsste es dich aber rausschmeißen. Nö. Oh, geht nicht. Neues Spiel. Nö? Nö. Hm. Meine Maus ist auch weg. Okay. Hast die Runde geschmissen? Ich muss hier mal das Spiel hart abbrechen, glaube ich, aber ich Muss bin das mal raus. restarten. Ich muss mal kurz. So, dann sage ich mal Prost. Lalala. Fängt ja schon gut an, ne? Aber damit testen wir doch dann mal die Spiele aus. Das ist doch Ja, auch nicht genau. schlecht. So, ich bin jetzt hart raus. Hart. So, ich starte das Spiel neu. Jawohl. Ich habe jetzt Angst, Heringe einzuklopfen. Ja, dann machte ich das. Ja, okay. Aber ja, dann brauche ich die Heringe allerdings. Ich weiß nicht, ob du mir die dann geben kannst oder so. Weiß ich nicht. Spiel beitreten. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder mich auf sichtbar machen, oder? Nee, passt. Okay. Spiel starten, alle bereit? Jawohl. Wir haben nicht mehr das drin, was wir vorhin drin hatten. Deswegen Wir mache ich fangen jetzt neu halt an, wahrscheinlich. zack, 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 zack. Also einfach reinpacken, was du denkst, Ja. was du willst und wie auch immer. Camping, das, Das das. hatte ich. Die Tischdecke brauche ich nicht. Artikel. So, einen Teller brauche ich auf jeden Fall. Ding, Das, das. da, ne? So, das Zeug, eine So, Gabel, eine Papier. Tasse. Ups, Toilet Paper Das, natürlich. das. So, dann habe ich alles. Du hast alles? Okay, Ja. Spiel starten, alle bereit? Jawohl, wir sind alle bereit. Und jetzt sind wir wahrscheinlich wieder ganz vorn. Ja. Lalala. Yay! Juhu. Okay, Angriffsmodus. F. Attacke! Hau mich mal, ich will dich nämlich nicht hauen. Aber hau mich mal. Au! Du Ich bist belebe dich mal ohnmächtig. gleich wieder. Moment. Hole dir Hilfe oder. Dankeschön. Ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen, ob wir jetzt. Das Komische ist, dass ich ja das ausgeschalten habe eigentlich. Ja. Vielleicht ist das wieder so mit den. Ah, jetzt kann ich die Karte machen. Du Ja. bist kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Essen Sie etwas und stellen Sie Ihre Gesundheit wieder her. Jawohl, dann hau ich mir mal schneller Essen ins Gesicht. Ja. Yam, yam, yam. Die machen wir ein bisschen schneller hier, weil, ne? Wie? Jetzt plötzlich diese Hektik. Nee, weil wir haben das ja schon gemacht hier. Ja, klar. So, Wir können ja dann ich. zum Looten nochmal zurückgehen. Zum Looten? Ach so, du meinst jetzt Äste und Steine Ja, und und da sowas. der Rucksack, der ist da ja auch. Ja, gut, der Rucksack, der ist ja da oben. Vielleicht kommen wir im Hellen an, weißt du? Der war ja beim Zeltplatz, war der Rucksack. Axtangriff! Huff. Jetzt. Nee, dann mach zu. So, meine Energy sinkt, also man darf nicht die ganze Zeit rennen anscheinend. Man sieht's, ne? Hier neben meiner Schulter. Nee, die Energie geht verloren, so langsam. Ja, ja, Du ja. kannst über Hindernisse springen. Ja, das Spiel, das ist nicht so ganz fertig irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, Hui, ist ja auch nicht Schlange! schlimm. Wir wollten ja ein Schlange! lustig. Schlange! Schlange! Habe ich Hui. dich jetzt. Die sieht sehr giftig aus. Ja, ich habe die irgendwie, keine Ahnung, was gemacht. Habe ich die jetzt gelootet? Keine Ahnung, hast du Okay, Flangen? anscheinend ja. Moment. Ja, ich habe jetzt rohes Fleisch. Das ist sehr schön. Ja, Mein also pass Kabel leer. auf wegen Schlangen. Ich muss mal ganz kurz in die Optionen, weil er hat auch meine
Dings nicht richtig genommen. Deine Dings? Die Dings und die Bums. Ja. Meine Einstellung. Ach so. Ja. Lalalala. Gucken wir mal, ob wir es jetzt halt hinkriegen. Jetzt lasse ich aber dich diesmal das... Öffne und schließe deine Tasche. Dankeschön, habe ich gemacht. Und jetzt müssen wir das erst ganz wegmachen hier. Deswegen ganz hatte ich das vorhin weggemacht. Sauber machen. Quest abgeschlossen. Was für eine Säubere dem Bereich. Hä? Achso, da steht irgendwas mit 4. Genau. Genau. E-Interaction. Also einmal hast du jetzt weggemacht. Zweite Mal habe ich. Dritte Mal machst du. Keine Ahnung, wo ich buddel, aber ich buddel nicht da, wo der Dreck ist. Ist ja egal. Yay. So, jetzt. Jetzt haben wir es. So, jetzt. Camping. E, benutzen. Schauen wir mal. Ich würde das gerne wieder... Aber diesmal nicht so nah an den Zaun. Genau. Wo stellst du? Ach, da bist du. Okay. Also ich würde schon irgendwie in deiner Nähe sein wollen. Hallo SV. Hallo SV. Schön, dass du da bist. Wir krepeln uns hier einen Grad ein ab. So. Platziere. Machen wir mal das Licht an. Ja, aber ehrlich. So, das da nutzen. Aber das Schöne ist, wenn das so grün aufleuchtet, dann snappt das ja automatisch. Jo. So, dann den Überzieher. Jetzt muss ich bloß noch... da ist der Eingang. Wunderbar. Sehr schön. Placen. So, und dann noch den Sackrock. Und der kommt da natürlich rein. So, dass die Einbauküche auch noch reinpasst und so. Mhm. So. Platziere 4 Heringe. So, die müssen wir jetzt einschlagen. Und da habe ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Was ist denn das für ein Sound? Und die muss man einschlagen? Ja. E-Interaktion. Aber ich muss ja meine Quest auch machen. Das? Ah, gut. Nee. Dreimal macht er. Und dann, wahrscheinlich, weil ich vorhin hier hinterm Zaun gehämmert habe, dass der da nicht klar kam. Könnte sein. Ich weiß ja auch nicht, warum du bei meinem Zelt hinterm Zaun warst. Aber das habe ich auch ungünstig hingestellt, ne? Auf jeden Fall. Ich habe doch noch gar nicht 4 eingeschlagen. Okay. Naja, du hast 2 eingeschlagen, ich habe 2 eingeschlagen und dann haben wir die Quest quasi erledigt. Aber ich mache natürlich meine anderen beiden auch noch. Ja, ich auch. Das muttert Mut, ne? So, da, Hering, Interaktion. Interaction. So, und dann muss ich den einen noch. So, und dann sammle Holz und bla blub. So, Taschenlampe ein aus, habe ich jetzt. So, wir sollen... Holz sammeln. Sammle großen Stein, großer Stein. Das Komische ist, dass ich mit E sofort einsammle und mit R muss er irgendwie das ein aufziehen oder so. Weiß ich jetzt nicht, wie ich es erklären soll. Bing, 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 bing. Stelle ein Lagerfeuer her. Füge dem Lagerfeuer Holz zu, stelle den Grillrost auf das Lagerfeuer. Ja, okay, da hätten wir ja gar nicht. Was war jetzt da in dem Ding? Soll ich diesen ganzen Loot einfach nehmen mal? Danke für die nette Begrüßung. Camping-Simulator klingt cool. Und nachts aufbauen kommt mir bekannt vor. Hatte ich diesen Sommer. Okay. Ja, ich habe den vorhin nicht genommen, weil wir voll waren. Stelle ein Lagerfeuer her. Herstellungen. Lagerfeuer. Herstellen. Machst du das oder ich?
Ja, weiß ich nicht, ob das für uns beide gilt. Ich platziere erstmal meinen Schlafsack. Naja, gut, alles andere, was wir bis jetzt gemacht haben, hat immer uns für uns zwei gezählt. Ja, dann mach mal, ich mach mal hier erstmal meinen Schlafsack, warte. Okay, leg mal deinen Sack ins Zelt. Ja, mache ich. Dann mache ich jetzt die Herstellungen hier, das Lagerfeuer. Und ich glaube, ich muss nochmal Holz sammeln. Herstellungen. Ach so, das stellt man im Inventar her. Alles klar. Okay. Hier so zwischen die oder vor die Zelte, würde ich sagen, ne? Ich hatte eben gerade irgendwie, hat das eben gerade bei mir geleckt oder was war das? Ich hatte eben gerade so eine komische Voranzeige. Ich weiß nicht, was bei dir geleckt hat. Stelle den Grillrost auf das Lager, das mache ich ja, das mal. Darfst jetzt du machen. So, also Kaffeekanne, ne, da braucht jeder natürlich seine. Weiß gar nicht, oh, achso, das snappt automatisch. Du kannst dein Zelt aufbauen und schlafen, damit die Zeit bis zum Morgen schneller vergeht. Lege dein oh Gott, ich muss das mal kurz wieder aufnehmen. Wir sollten nichts machen, was hier nicht... Na ja, gut, zum Glück war es jetzt halt nur der Sack, ne? Ja. Zum Glück war es mit... Ich möchte den aber da hinten... Naja. Nein, ich will den, da hinten... Vorhin aber bis hier geschlafen und jetzt? So. Jetzt schlafen. E. Interaction. Wunderbar. Schlafe bis zum Morgen. Aber vergeht die Zeit jetzt wirklich so viel schneller? Ich habe keine Ahnung. Vorhin hat es um 4 Uhr mal gestoppt, die Zeit. Ja. Ne? Aber so. Da war es ja noch richtig dunkel. Die Glühwürmchen fliegen rum. Ach, dann trinke ich mal einen Kaffee jetzt. Prost. Prost. Ach, du bist schon wach? Mhm. Ach so. Hier, Real Life. Dass ich so das letzte Zehntel meines Kaffees so langsam weg habe. Dann kann ich nämlich beim Wechsel aufs andere Spiel, ich weiß ja nicht, ob wir da dann mal 2-3 Minuten Pause reinhauen. Jetzt geht's so langsam. Wollen wir aufstehen? Ja, stehen wir doch mal auf. Die Zeit läuft genauso schnell, ne? Also aber da steht Schlafe bis zum Morgen. Also ab ins Bett mit dir. Ja. Naja, ich weiß ja nicht, wann der neue Tag in dem Spiel beginnt. Vielleicht fängt er erst um 6 an. Vielleicht fängt er erst um 7 an. Servusler Sparti. Grüezi und Hallo und Prost. Wir sollen frühstücken. Ja, ist ja gut. Was denn? Ich machst du Toast Ahnung. Und Ei? Warte, Kaffeekanne. Du brauchst zuerst Feuer. Ja, sowas okay. Blödes. Aber ne? Frühstücken, warte mal. Trinken, essen. Zünde das Feuer. Marshmallows. Wieso habe ich das Fleisch Feuer? Im Inventar? Ich nehme mal ein paar Peaches. So. Sitzen, Brennholz hinzufügen. Ich setz mich mal hin. Du kannst die Dinge, die du geworfen hast, aufheben. Pack dein Zelt ein. Was? Ach nee, oder? R, Aufgabe, du kannst die Dinge, die du geworfen hast, aufheben. Mit R. Es ist jetzt nicht dein Ernst, dass wir das Zelt einpacken sollen. Pack dein... Naja, vielleicht müssen wir weiter wandern. Schau dir doch mal die Karte an. Ja, stimmt. Ich wollte doch jetzt erstmal einen Kaffee trinken hier. Mach das, ich baue aber mein Zelt schon mal ab. Mach das. Ich hab gedacht, wir campen jetzt hier und gucken uns. Nee, wir müssen das Zelt dann immer mitnehmen und dann. Ach so, ich habe die Heringe vergessen. Was? Dein Rucksack ist voll. Wie kann das sein? Weil du eben gelootet hast. Ach so, ich habe gelootet. Stimmt ja. Mhm. Dann warte mal, wie schaut denn mein. Ah ja, ich muss sowieso was essen und was trinken. Jetzt gucke ich da nochmal. Kaffeekanne, Interaktion, leer. Toll. Ich kann auch die Kaffeekanne nie nehmen. Oh Mann. So, vielleicht hätte ich dann doch nicht. Ich trinke mal eine Flasche. Dann esse ich mal was. Einmal die Beeren hier weg. Wobei die wahrscheinlich nicht viel bringen, ne? So.
gucke ich mal, ob ich meine Sachen hier einpacken kann, weil das ist blöd. Wo ist die Tasse? Ja, gut. Man hätte ja ein Zelt eigentlich stehen lassen können, ne? Ja, hast du auch recht. So, das war mein Kaffee. Taskaf, Herstellung. Okay. Hier, nimm dir noch mal eine Tasse Kaffee raus, damit wir dann die Dings... Wie? Die Kanne wieder mitnehmen können. Ich kann hier nur Interaktion machen und ja, aufnehmen. Ja, genau. Mit Interaktion nimmst du dir noch eine Tasse raus. Nee, kann ich nicht. Da, weil mein Rucksack, mein Zack ist voll. Achso, dann nehme ich das. Warte, dann nehme ich das. Dein Zack ist voll. Kleidungsstück, ein normales Kleidungsstück. Benutzen. Hä? Aber das ist der Schlafsack. Abbrechen, Reinhold. Das ist ja komisch. Aufnehmen. Dein Rucksack ist voll. Also das Lagerfeuer kann man nicht wieder aufnehmen. Safe game, P. Ja, das ist... warte mal, jetzt verbaue ich das Zelt hier. Das ist mir Camping hier. Ich tue das nochmal aufbauen, dann lass mir das eine Zelt einfach stehen. Ja. Dingsi. Am Schlafsack kann man auch speichern. Ja. Und am Lagerfeuer. Ich habe mal gespeichert. Aber ich kann... Naja, gut. Moment. Da fehlt noch der Überzieher. So. Heringe habe ich, glaube ich, gar... Doch, ich habe noch drei Heringe. Eine Wahnsinns-Blaubeere. Hast du den nicht schaffen? Aber ich habe ja nur drei Heringe. Was soll ich in den vierten platzieren? Interaktion. Name, Spiel. Paul, das ist der Camping Simulator. Aber ich sag gleich dazu, letztes Update 2021. Das Spiel ist zwar billig, aber ich weiß nicht, ob es ob sich's lohnt. Auch wenn es nur was kostet es? 4 Euro, glaube ich, regulär. Im Doppelpack mit dem Barbecue-Simulator, den wir danach spielen. Ich gucke mal, ob ich den Hering aus... Ich habe 5 Heringe, ist okay. Ah, okay. Wo fehlt denn einer da? Vorne dran, beim Eingang auf der rechten Seite, wenn man davor steht. Dann können wir nämlich das eine Zelt hier einfach stehen lassen, weil es reicht uns ja ein Zelt. Ich kann den nicht einschlagen, warte. Kann den nicht einschlagen, weil es nicht mein... Kannst du einen Hering hinschmeißen? Versuche ich gerade. Nein. Lagerfeuer brennt nicht. P, safe. Jetzt. Hier. Oh, Hilfe. Ah, danke. R aufnehmen. Ah, das konnte ich aufnehmen jetzt. Okay. Dann schnaps ich mir den da. Und mach den dann noch hier drauf. Aber nimm deinen Schlafsack mit, dass wir beide in einem Zelt. Ja, das will ich ja, aber ich kann den nicht aufheben. Ich probiere es gleich nochmal. Vielleicht. Na, wenn ich voll bin, dann schmeiße ich die Steine und die Äste und so weiter wieder raus. Ja. R aufnehmen. Aber nee, den nur vom Rucksack würde ich gerne mitnehmen, aber ich habe auch schon 42 Liter. Ich habe aber den Schlafsack einstecken. Ich habe diese komischen Klamotten verwendet, die ich da hatte. Achso, Campingstuhl. Dann kann der ja da drin bleiben. Hast du auch einen Campingstuhl einstecken? Ja. Okay, dann stelle ich meinen jetzt hier einfach her. Dann freut sich der Nächste. So. Hier ist das Spiel. Erkunde die Höhle. Die Kaffeekanne hast du mit eingesteckt. Das heißt, du hast jetzt dann zwei Kaffeekannen einstecken. Ja. Karte, du wirst sie brauchen. Eh benutzen. Ich halte die so komisch hier unten. Ich kann die nicht sehen, ist das Problem. Also ich kann die sehen. Also bei mir ist sie nicht vor dem Gesicht. Ja, vor dem Gesicht auch nicht. Die ist halt ein bisschen schräg. Ich habe die in der Hüfte, habe ich die. Naja, gut. Erkunde die Höhle. Ja, hier irgendwie. Gleich mal die Axt in die Hand nehmen. Ich folge dir. Ich bin sehr folgsam. Ja. Geht nicht. Ich
bin einfach hier mal diesem Punkt gefolgt, aber wir müssen hier wahrscheinlich wieder runter. Ich habe auch die Axt schon in der Hand, sollte hier ein Bär kommen, weil da vorne war ein Schild. Vorsicht Bären. Ich glaube nicht, damit sind die Sträucherbären da gemeint. Die Strauchbären. Ich sehe den Punkt überhaupt nicht. Ich sehe den Pfeil nicht mehr. Ja, ich habe noch gar keinen gesehen hier von den Pfeilen. Das sieht man eigentlich. Ach ja, 14 Uhr haben wir. Dann dürfen wir ja schon gleich wieder Zelt aufbauen. Was sind das? Aber ehrlich. Ich denke mal, dass wir richtig gehen, den Weg hier runter. Also hier gibt es auf jeden Fall noch einen Zeltplatz. Ich wollte gerade sagen, ich sollte mal die Bären da einsammeln und schon zack, hast du es genommen. Ja, weil ich möchte nämlich da auch welche, weil ich habe irgendwie schon wieder Hunger. Nee, ich nicht. Durst ist eher das Problem. Kodierung überlastet. Bei mir hängt schon wieder alles. Echt? Ah, jetzt habe ich da vorne wieder das Ziel im Blick. Hui, Schlange, Hilfe, jetzt hast du mich gehauen. Ja. Ich habe aber überhaupt nicht, warte. Ja. Ich habe aber überhaupt nicht auf dich gezielt. Warte, ich habe doch Fleisch schon einstecken, lass doch mich das einstecken dann. Du bist kurz davor, weil ich habe doch schon zwei Fleisch einstecken. Dann hätte ich jetzt die Schlange noch genommen und dann hätte ich alles Fleisch gehabt. Ja, das können wir doch dann droppen. Können wir, wenn wir wollen. So, jetzt ist hier wieder das... Jetzt ist es wieder weg. Ach, immer wenn ich die Axt in die Hand nehme, sehe ich das Ziel nicht mehr. Rutschen! Juhu! Kommt man da auch wieder hoch? Okay, ich habe jetzt auch die Axt. Ja, das stimmt, du hast recht. Und da ist jetzt auch nochmal. Höhle? Da ist jetzt nochmal die Warnung wegen dem Bären. Ja, das wird seine Höhle. Locke den Bären zur Falle. Ich muss. Okay. Hast du eine Falle mitgenommen? Ich nicht. Ich denke mal, dass wir eine Falle machen müssen. Ja. Kleine Falle gibt es hier im Herstellungsmenü. Seil, du kannst damit Dinge herstellen. Eine Axt. Nö. Eine leere Dose habe ich nur eine. Ich müsste mal meine anderen Peaches noch essen. Und ich glaub, einmal Holz. Warte mal, ich habe glaube ich... Einmal Holz hier. Sieht für 2021 ziemlich grob aus, das Spiel, ja. Ich ziehe den Hut vor jedem, der sich an einem Spiel programmieren wagt. Ja, hier das ist definitiv. Konserven drin. Ich habe 5 leere Konserven. So. Hups. Ich will nicht, dass du mich wieder mit der Axt haust. Ich habe jetzt Angst vor dir. Oh. Ich hab jetzt eine Bärenfalle gemacht. Ach echt? Wie? Wo hast du die Säge her? So, wo soll ich die jetzt locke den Bären zur Falle? Soll ich das einfach mal hier? Nicht, dass ich da selber reinsteige. Also bei mir steht schon wieder, dass mein Stream nicht flüssig läuft. Das regt mich schon wieder auf. Oh Mann, ey. Ja. Und das Komische ist, dass ich letzte Woche ja gestreamt habe und da war nichts an keinem einzigen Tag und ich habe die Einstellungen ja nicht verändert oder so. So, Bärenfalle. Da kann ich wahrscheinlich selber auch rein. Ui! Weg! Ich denke mal, er ist nicht in die Falle. Kannst du mich vielleicht... Nee, kann ich nicht, weil ich selbst vom Bären dann erschlagen wurde. Okay. Oh Mann. Aber was ist denn das mit dem... Ach so, ist er? Ja, weil wir haben den Quest erledigt. Kann ich dich jetzt... Ach so, nee, du hast dich selber erweckt, ne? E-Interaktion. Ich guck mal, ob ich den... du bist kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Essen Sie etwas und stellen Sie Ihre Gesundheit wieder her. Ja, warte halt mal. Ich sehe schon wieder nichts. Warum ist denn jetzt schon wieder dunkel? Hallo, da hinten. Ich bin am Essen. Ach so.
Warte mal, ich habe hier noch zwei Dosen. Dann esse ich die jetzt mal. Erreiche den zweiten Campingplatz. Oh Gott. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie das Barbecue-Ding ist. Ich auch. Ups. Hallöle. Ja, die Falle ist zu. Ja, aber kann man nicht mehr einstecken, ne? Nee, kann man nicht. Achso, wir müssen da durch, deswegen sollten wir gehen. Kann ich die Pilze einsammeln? Ja, das sind aber Fliegenpilze. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Die Dosis macht das Gift, sagt man doch, oder? Oh, da steht ein Rucksack. Da sind 4 Bier drin, Dosenessen, Gaskocher, Axt, Feuerzeug. Ich weiß jetzt bloß nicht, was wir davon mitnehmen. Feuerzeug habe ich, Axt hast du auch. Gaskocher habe ich. Dann nehme ich jetzt halt mal hier das Dosenessen. Feuerzeug, das haben wir beide nicht. Das Feuerzeug habe ich eingesteckt. Okay. Sonst hätte ich ja das Feuer da oben nicht anmachen können. Und wichtig, das Bier natürlich, ne? Ja. Du bist schon wieder weiter. Ja, ich hab ein paar. Da heult ein Wolf. Ich bin doch so ängstlich. Liester und Litter, okay. Ich habe überhaupt keinen. Wo ist denn die Markierung schon wieder? Ja, ich sehe auch keine Markierung. Ach so, wahrscheinlich, wenn du die. Ja, hast recht. Die Lamp. Na gut, vielleicht müssen wir einfach nur dem Weg folgen, ne? Machen wir das mal. Tja, jetzt ist nur die Frage, wohin geht der Weg, ne? Hier ist noch rechts ein Weg, deswegen. Ja, eben. Wir kommen jetzt wahrscheinlich zu den Orks. Genau. Soll ich dir heimleuchten? Ja. Ich hab Durst. Ich trinke mal einen Schlucki. Ja. Ganz schön lautes Schlucken, ne? Die Stunde ist sowieso gleich rum. Ja. Obwohl ich es hier auch wirklich gerade interessant finde, muss ich sagen. Naja. Hier ist ein Angelplatz. Oh, schön. Aber da wollen Wie wir gut, dass ich eine Angel eingesteckt habe. Ich auch. Aber da liegt auch eine. Ja, ja. Sowas, wenn man wüsste, ne? Dann steckt man so Zeug doch nicht ein. Genau so ist es. Du kannst einige Fische fangen. Und wie? Wie macht man das? Achso, muss ich vielleicht die Taschenlampe ausmachen? Vielleicht dann? Weil ich kann die nur fallen lassen. Und so, ich setz mich mal hin, angel du mal. Ich guck mir den Wasserfall da hinten an. Das will ich ja. Ich will ja angeln. Ah, Fische angeln. Ach, man muss da interagieren hier an der Stelle. So, ich sehe nichts. Kannst du mir mal leuchten? Warte, da muss ich aufstehen. Oh, alte Frau muss aufstehen, ehrlich. So. Okay. Der Fisch ist entkommen, die Sau. Und jetzt? Was magst denn du? Ich schubse Blödsinn, dich ins Wasser, ich sag's dir. Ja, aber ich sehe ja gar nicht, wo der Fisch fischt. Die Lampe leuchtet auch nicht aufs Wasser, wo der Fisch fischt. Ich weiß ja auch gar nicht, Also, schmeißt man hier einfach nur rein? Man hängt einfach sein Ding ins Wasser und dann beißt der Fisch. Ist in Ordnung. Dann hänge ich mal mein Ding hier ins Wasser. In der Hoffnung, dass da irgendwas dran anbeißt. Lachst du jetzt oder wie? So, jetzt setze ich mich mal. Sag mal, sind das da Eisberge oder was? Das sind einfach Felsen wahrscheinlich. Wenn ich jetzt da reinspringe, ertrinke ich dann. Ich will es nicht ausprobieren, hier ist so steil, ne? Keine Ahnung, wo wir hin sollen. Sollen wir vielleicht hier durchschwimmen? Nee, ne? Ich glaube, wir hätten den anderen Weg nehmen müssen. Ja, ich denke es auch. Na gut. Ah, da geht ein Weg nach oben. Rutschen. Yay, man kann aber nur von oben nach unten rutschen. Ich glaube,
Wir müssen da. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht hier. Ja, halt mal dein Ding ins Wasser. Hallo, Onkel Ulbricht. Ist viel zu kalt. Laufe ich jetzt richtig? Halt, ich mache mal einen Vorschlag, da wir ja auch mit einrichten müssen. Und das Overcooked wahrscheinlich noch komplizierter ist, dass wir 1,5 Stunden machen, jedes Spiel, und das Overcooked irgendein andern Mal. Okay. Dann ist das auch besser mit der Pause. Okay, mein Plan war heute, das als vorletzten Koop zu machen und morgen dann mit Quack quasi meinen letzten Koop. Irgendwann in unser beider Leben. Irgendwann schaffen wir es. In unser beider, weil ich glaube, Overcooked, da wird noch mehr erklärt. Oh ja, ne, ich glaube, Overcooked wird auch ein bisschen. Ja. Hier müssen wir drüber. Komme auf die andere Seite. Steht da. Aber ich kann nicht drüber laufen. Ah, man muss balancieren. Okay. Also mit E einfach interagieren. Ach, hast du dich auf meine Schultern gesetzt? Oder wie bist du jetzt da drüber? Nee, weil, guck mal, wir haben ja hier auch noch eine Viertelstunde eingerichtet und das wird beim Barbecue auch so sein. Also dann hier gibt es so viel Zeug zu finden. Ja. Also hier auch schon wieder 2 Äpfel dann, Buch, großer Topf, Teller, also alles Mögliche. Ups. Da brauchst du das ja eigentlich gar nicht alles mitschleppen. Nee, also im Grunde ist die Ausrüstung, die man da anfangs parat bekommt, ausreichend, ne? Mhm. So, und wohin okay, jetzt? Ich glaube, Overcooked ist interessanter. Ja, da habe ich aber heute am wenigsten Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Oh, da oben ist eine Schlange. Da oben ist eine Schlange. Schlange, Schlange, Schlange. Ja, Moment. Hui, tschak, tschak. Uff, ah, bumm. Wenn du in dem Bereich, in dem du campst, ein Lagerfeuer machst, halten sich gefährliche Tiere vom Feuer fern und du bist in Sicherheit. Ja, okay. Das ist ja sehr lieb. Das sagst du mir Dein jetzt. Rucksack ist voll. Ah, wir haben hier einen neuen Dingsbums. Wir haben aber auch schon 4.30 Uhr. Im Grunde brauchst du schon gar kein Zelt mehr aufbauen. Da ist der nächste Rucksack. Vielleicht können wir auch nur den Rucksack hinlegen. Also Seil, Klebeband, Taschenmesser und Dosen essen. Wieder. Und da ich ja ein hungriger Geselle bin, oh. Ich hab Durst. Dann trink was. Trink Wasser. Trink. So, was kann man denn eigentlich noch herstellen? Das Lagerfeuer? Man kann sich selber einen Schlafsack machen. Man kann sich eine Fackel machen. Funktioniert hervorragend. Im Dunkeln steht da eine Fackel. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Kleiner Stein. Was magst denn du? Ich will meinen Rucksack hier hinlegen. Weil Großer wir müssen Stein. Schlafen laut Quest. Schlafgut steht da, ja. Ach stimmt, und den, warte mal, kannst du nicht einfach nur den Zeltboden hinlegen und dann den Schlafsack drauf? Das ja, müsste das doch gehen. Das frage ich mich auch gerade. Ja, es geht. Sehr schön, weil der Schlafsack alleine geht nicht. Doch. Achso, nee, also ohne der geht nicht, Achso, ja. Ich wollte noch safen dann, ne? Yay, wir haben Auffangen. Warte, ich save mal kurz. Dein Rucksack ist voll, heißt's wieder. Das kann doch nicht sein. Nein, aufwachen. Aufnehmen. Frühstücke. Camping, Herstellung. Frühstücke, dann was essen wir denn mal? Ich nehme weiß nicht. Mal den Thunfisch, oder was das ist. Oh, ich habe einen Bären gehört. Ich auch. Das ist ganz, ganz übel hier, wenn du gerade am Essen bist. Stelle eine kleine Falle her und stelle sie auf, um das Kaninchen zu jagen. Ja, von wegen hier. Da kommt ein Bär, da kommt ein Bär, da kommt ein Bär. Au! Ah. Ah. Oh. Ich habe aufgegeben. Vor allem, der kommt halt jetzt immer wieder, der steht jetzt da oben. Toll. Super. Und ich bin kurz davor, wieder zu abzunibbeln.
schließe ab. Attacke! Irgendwie haut er mich jedes Mal um. Es scheint, der Bär ist so schwer. Wo, wo, wo? Wo, wo, wo? Da, da, da. Ui, da kommt er schon wieder. Ah, sag das doch. Hab ich doch. Okay. Oh, warte mal, vielleicht kann ich den aber von da Pfeil unten... Aber kein Pfeil und Bogen? Nee. Vielleicht kann man den von da unten erledigen. Von wo unten? Ja, von hier unten, dass man eben nicht... Nein, ich will doch nicht klettern. Ich will doch nicht dem in die Haxen, in die Fänge, in die Dings. Ha! Bärentöter, Bobers. Was mache ich denn jetzt gerade? Okay. Weiß ich nicht. Ach, du hast den Bären gelootet. Ja, aber nicht extra. Hi, Yvonne. Nicht extra. So, jetzt kannst du mal eine Falle herstellen. Oh ja, ich probier's mal. Moment. Wenn du ein Taschenmesser brauchst, hier sind 4 Stück drin. Nee, ich brauche noch 2 Holz und einen großen... Nee, warte mal, das war fürs Lagerfeuer. Nimmst du mal bitte deinen Schlafsack, dass ich hier den Boden aufnehme? Ich will den ja nehmen, aber ich kann ihn nicht nehmen. Weil? Weil meine Taschen voll sind. Ich brauche trotzdem noch ein Holz und 2 kleine Steine. Habe ich das? Nee. Das Komische ist, dass ich aber Steine nehmen kann, ne? Hacke das Holz. Du musst zuerst Holz hinzufügen. Großer Stein. Kann ich die großen Steine zerlegen in kleine Steine? Nö. Nee, irgendwie kann ich das nicht umwandeln. Hier. Ah, doch, hier. Da, eh, herstellen. Zockst du jetzt öfters mit anderen? Ab und zu. Also heute und morgen noch. Und keine Ahnung, wann das nächste Mal. Aber... Eigentlich wollte ich Koop heute das vorletzte und morgen das letzte Mal machen. Gucke gerade andere Videos von dir an. Das Arktis Demo Game finde es nicht so toll wie das Motel Game. Ja, das auf jeden Fall. Aber gut, das ist Early Access ja noch. Also das ist ja noch voll im Entwickeln. Wir müssen 2 Fallen herstellen, sehe ich gerade. Da mache ich auch nochmal eine. Ich bin gerade dabei, die Sachen zusammen zu sammeln für die eine Falle. Ich brauche immer noch einen Holz. Ah, da hinten. Ich habe ein Holz, zack. Das Komische ist ja, dass ich die Sachen einsammeln kann, aber ich kann den Rucksack nicht nehmen. Ich habe 42 Liter von 45, also ich kann nur noch 3 Liter. Ich habe kein Klebeband. Wie kann ich denn das herstellen? Schauen wir mal. Ach, da brauchst du den. Warte. Ich habe 7 Klebebänder. Würdest du mir eins abgeben? Nö. Oder ja, mach du die 2 Fallen, wenn du die ganzen Klebebänder... Achso. Ach nee, du hast die Falle, alles klar. Ich habe eine Falle hingestellt. Wenn du kurz wartest, dann reiche ich dir mal den Kleber. Nee, dann mach doch Kleber. Da, obwohl die Kaninchen sind ja da unten, ne? Ich weiß es nicht. Da hoppelt eins, da hinten. Da. Ja, da vorne hoppelt eins. Aber ich muss ja wieder Dings einsammeln. Steine und Holz. Ja, das müsste ich auch. Habe ich auch keine. Holz, Stein, Holz. Die Falle kann man jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Naja, gut. Ich guck mal, ob ich bauen kann. Herstellung, ja. Ich glaube, du musst das schon da hinten hinstellen, wo es hoppelt. Weil hier oben hat es wahrscheinlich keinen Sinn. Ja. Vermisse dich immer. Danke, Yvonne. Langsam nimmt es auch überhand mit den ganzen Simulatoren, die auf den Markt geworfen werden. Das stimmt. Obwohl das ja, wie gesagt, schon von 2021 ist. Also das ist jetzt kein aktuelles. So. Häschen, guck mal, ich stelle dir da eine Falle her und du musst nur noch rein. Ich warte hier auch ganz brav. Habe ich das jetzt falsch gestellt? Jetzt läuft's weg. Hasi, Hasi, Hasi. Hier bin ich. Ziel, da unten ist irgendwas. Ah! Hase gefangen.
Das ist schön. Kleine Falle. Fange vier Fische mit deiner Angel. Aber vielleicht zieht mir jetzt halt mal was hier mit dem Ja, aber Licht. Kannst du trotzdem den Rucksack jetzt aufnehmen, den Schlafsack? Ich habe 41, wie viel hat denn so ein Rucksack, Liter? Schlafsack. 2 Kilo. Dann müsste ich den eigentlich nehmen können. Ja, weil ich kann nämlich auch den Boden jetzt nicht mehr nehmen. Ich muss irgendwas wegtun. Nee, bei mir heißt Rucksack voll. Was kann ich da? Kann ich irgendwas herstellen, dass ich was rausbekomme an Sachen noch? Ich könnte hier zum Beispiel nochmal eine Bärenfalle könnte ich zum Beispiel noch herstellen, wenn ich noch 4 Holz habe. Einfach, dass ich ein bisschen Material rausbekomme aus meiner Tasche. Ich habe nämlich sehr viele leere Dosen auch. Kann überall gefunden werden. Kann ich vielleicht ein Lagerfeuer herstellen? Dann könnte ich... Nee, da brauche ich auch Holz. Ich kann nochmal einen Schlafsack herstellen, aber das bringt mir ja nichts. Vielleicht 1 Liter, ein Kilo. Ich mein Stuhl hier hin. Nee, ich weiß auch nicht, wie ich meine Tasche irgendwie leer kriegen soll. Halt, warte mal, da haben wir doch einen Rucksack. Ach, da kann man nichts reintun, ne? Ja. Hier, guck mal, der Stuhl, der wiegt auch 3 Kilo. Vielleicht, wenn du dir deinen Stuhl auch hinstellst? Den habe ich beim letzten Zelt, habe ich den schon hingestellt. Ach so. Oh Gott. Was ist das? Karte, du wirst sie brauchen. Okay. So, kann ich jetzt nehmen? Nee, Rucksack ist voll. Jetzt habe ich nämlich diese Hüllen rausgeschmissen. Fallen. Raus. Wir sind ja hier nicht in einem Real-Wald. Ja toll, dann kann ich den Zeltboden nicht mitnehmen, wenn der Rucksack da liegt. Ich kann den Schlafsack nicht aufnehmen. Ja, bei mir sagt er auch, Rucksack ist voll. Ja. So. Ja. Bei mir sagt er nämlich, ich kann das erst, also Objekt gestapelt, ne? Ich kann den Zeltboden nicht mitnehmen. Okay. Ja, genau. Das sind solche Sachen, die dann das Spiel quasi killen, ne? In dem Moment. So, da unten waren wir. So. Man kann doch einen Zeltboden kann man sich herstellen, aber da musst du wieder. Also brauche ich 4 Seile. Wo soll ich denn die herkriegen? Na gut, Seile habe ich einstecken. Und 2 sind da in dem Rucksack drin, der da bei der Karte ist. Kommst du heute wieder live um 19 Uhr? Ich glaube ja. 19 Uhr müsste ich dann wieder mit Motel Simulator weitermachen. Vitalfunktionen sind gefährlich. Du hast zu essen oder zu trinken. Ja, ist ja gut. Schimpf mich halt nicht. Das Spiel ist gnadenlos. Irgendwie macht es mir keinen Bock. Sorry. Naja, ist ja nicht mehr lange. Bis, ne? 10 Minuten noch sowas. Achso, dann setze ich mich ganz mal hinterher. Weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Angeln sollen wir. Oh. Na gut, dann schauen wir mal noch, wie das Angeln funktioniert. Dann rennen wir mal da runter zum Fluss. Wo war denn der? Da war der. Einfach den Weg runter, ja. Wusch, wusch. Ich nehme den Weg. Also ich nehme den Weg, der nicht so hoch ist. Ich weiß nicht, ob man sich da was auer tut. Ui! Das ist der mit der Rutsche, wo ich lang bin. Ach so. Ich guck mal, ob ich da lang kann. Komme auf die andere Seite. Naja, hell ist es hier nicht gerade. Naja, es wird schon wieder dunkel, weil wir haben jetzt schon wieder 16.40 Uhr. Oh, echt da jetzt? Da bricht die Nacht an. So langsam. Ich habe eigentlich immer eher das Gefühl, dass ich gebückt laufe, als dass ich renne. Kommst du dir heute nochmal an? Ja, irgendwann mal. Ich bin doch ein Schisserling. Hast du die Angel hier eingesteckt? Hier liegt keine mehr. Essen sie oder dingsen sie? Dann dingse ich mal. Lass dich lieb umarmen. Dann ist aufnehmen. Ja, aufnehmen tue ich es ja sowieso.
Kommst du, vielleicht musst du speichern. Ich speichere doch immer wieder. Ach so, meinst du, wenn ich den Rucksack platziere, dass ich das dann speichern muss und dann erst wieder... Tada, da bin ich. Ich mache jetzt mal nicht auf Angeln, weil nicht, dass ich mich in dich reinstelle. Ja. Wohin gehst du? Angelst du oder ich? Ja, irgendwie kann ich nichts mehr machen, deswegen war ich gerade... So, man sieht halt hier auch nicht die Angelschnur, es wird ne? Es wird gesagt, wenn die eine anbeißt, da kommt eine Meldung. Ah, der Fisch hat angebissen und dann muss ich was machen? Linke Maus drücken. Okay, ich habe jetzt gar nichts gedrückt und ich habe ihn trotzdem gefangen. Juhu! Okay. Dann nochmal. Dann schmeiße ich mal so häufig die Angel ins Wasser, bis ich die vier habe. Währenddessen trinke ich meinen Kaffee noch aus. Der Fisch hat angebissen. Oder wir gehen dann, wenn wir jetzt wieder schlafen sollen, gehen wir einfach wieder nach oben zurück, weil da liegt ja noch alles. Ja. Und noch einmal. Schauen wir mal. Esse gerade Mini-Dickmanns. Die verkneife ich mir lieber. Steht schon drauf, dass die dick machen. Sagt der Name schon, ne? Gehe zurück ins Camp und beobachte den Sonnenuntergang. Na toll. Schaffen wir das bis zum Sonnenuntergang? Es ist 17 Uhr. Ich folge dir. Ach so, nee, da ist ja wieder die Schräge, ne? Ah! Hilfe! Läuft mir mit der Axt schneller? Nee. Das kommt einem nur so vor, ne? Wie bist denn du da schon wieder so? Bist du vor mir? Nee, ich versuche hier hochzukommen. Ach so. Bei mir heißt es wirklich, ich bin out of energy. Weil ich ja die ganze Zeit renne. Deswegen muss ich jetzt mal wieder einen Happen trinken. Und einen Schluck essen. Ja. Schlange hinter dir, Schlange hinter dir. Warte. Schnell weg. Ich will keine Schlange. Ich stehe auch nicht gern in der Schlange. So, die kommt nie nach. Die schafft es nicht über den Baumstamm. Wo bist du? Ich habe die Schlange getötet. Ah, und dann hast du sie gelootet. Also den Rucksack, der hier am Baum hängt, da ist ja, glaube ich, großer Topfteller. Also da sind auch noch Sachen drin, aber die würde ich jetzt nicht mitnehmen. Dann probieren wir das halt nochmal mit dem Dingsen hier, mit dem Schlafen. Ich hoffe, dass der Bär nicht respawnt ist. Ich wollte den Sonnenuntergang sehen. Platziere deinen Campingstuhl. Oh, warte, dann nimm den mal auf. Ich kann den nicht aufnehmen. Jetzt probiere ich das mal mit Safe Game. So, dein Rucksack ist voll. Ja. Dein Sack ist voll. Aufnehmen. Nee, es geht nicht. Ich kann auch den Stuhl nicht aufnehmen. Da geht nichts. Nix. So, schmeißen wir halt einmal ein paar Sachen. Wo haben mich eigentlich 6-mal Kleidungsstück her? Ich weiß es nicht. Aus dem Rucksack irgendwo? So, kann ich Holz irgendwo sammeln? Achso, einen Stuhl machen, meinst du? Na, ein Lagerfeuer auch mal machen, weil das könnte ich nämlich jetzt halt machen mit den Sachen, die ich einstecken habe. Da brauche ich nur allerdings noch 3 Holz. Noch ein Holz. Dann kriege ich nämlich auch Gewicht weg. So leicht, wenn es wäre, Gewicht zu verlieren, ne? Da habe ich. So. Einmal klettern. Ich komme wieder zu dir. Dann schmeiße ich dir ein Feuer hier vor die Füße. Ich weiß gar nicht, was hier so schwer ist. Alles, was ich mir angucke. Ja, das ist die Menge einfach. Ich habe 44 von 45 Litern einstecken.
Ich habe 41 und trotzdem kann ich den Stuhl nicht aufnehmen. So. Zünde das Feuer an. So, lass mich raus. Habe ich jetzt so ein Gitter einstecken oder nicht? Da. E, benutzen. So, dann habe ich nur noch 39 Liter, 29 Kilo. Vielleicht kann ich jetzt das Ding hier nehmen. Ah, jetzt konnte ich den Schlafsack nehmen. Nee, da muss ich irgendwie noch ein Kilo loswerden. Kannst du dann den Stuhl jetzt hat? Warte mal, ich probiere es mal mit dem Stuhl jetzt, weil das ist ja... Okay, das geht nicht. Also, platziere ich mal den Schlafsack, sorry. Dann kann ich den Stuhl aufnehmen und dann kann ich den Stuhl nämlich auch placen. Okay. So. F12 oder Gamepad, machen Sie einen Screenshot von der Landschaft. Ach so, von der Landschaft. Auch noch. Jetzt habe ich dreimal F12 gedrückt und es passiert nichts. Hm. Bei mir tut sich auch nichts. Ich habe aber F12 an. Ja, ja, das habe ich auch. Also Screenshots habe ich bestimmt gemacht, aber das zählt irgendwie nicht, ne? Oder Gamepad-Screenshot. Kann das sein, dass es da eine spezielle Taste gibt, mit der man das dann auch nochmal machen kann? Kontrollen, ich guck mal, Bewegung sehen, Sprinten, Werfen in Aktion, Inventar auf dem Karte, Taschenlampe, Fackel, nein. Also da nicht. Spieloptionen, FPS, Maus und Geräusche, zurück, nee. Keine Ahnung. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt das Päuschen. Das Päuschen? Und machen dann mit dem Barbecue weiter. Ja. Gespeichert habe ich trotzdem jetzt. Ja, das ist gut. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz in den Pause-Screen. Genau. Okay, dann mache ich das jetzt auch. Dann mache ich jetzt halt einmal hier zurück zum Menü. Ja. Ja. Dann haut es dich wahrscheinlich raus. So, ich habe aber jetzt halt für euch Leute keine Pause-Musik. Von daher mache ich jetzt mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal auf das nächste Spiel. Also ich gehe hier mal raus. Weil ich muss das ja dann sowieso verlassen. So, einmal schwarzer Screen. Dann mache ich jetzt einmal den BBQ-Simulator an. Ja, den kann ich ja auch schon mal anmachen. Weil vielleicht kann ich das ja gleich umstellen. Vielleicht läuft ja da auch eine kleine Musik. Wenn du so einstellst. Musik. Barbecue Simulator. So, Games Out. Barbecue. Gucken wir mal. Ich habe einen blauen Kringel. Wie so häufig, ne? Wenn du ein Spiel startest und dann gleich wieder rausgehst, obwohl das Spiel noch nicht einmal aufgebaut ist. Ah! Das schaut genau so aus wie das andere. Warum bin ich denn eigentlich? Ich hatte mich doch angezogen. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch nackig. Spieloptionen. FPS, Kappe, Mausempfindlich, Geräusche. V-Sync. Zurück. Ja, genau, anscheinend gibt's hier keine Musik. Pixel Tiles, kennst du mich noch? Ich bin der auf Discord mit den krassen Dragon Quest Builders 2 Sachen, der seinen Account verloren hat mit den Big Projekten. Weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ich tue mich wirklich schwer, mich immer zu erinnern an alle, was mir auch echt leid tut. Ich mache jetzt Pause. Du machst eine Pause, mach eine Pause. Ich mache jetzt aus hier. Ja, mach mich doch aus. Schalt mich weg, los. Einzelspieler, Multi, Charakterauswahl. Oh, Charakterauswahl. Was haben wir denn da? Wir haben den männlichen Char. Ja, der schaut doch schon fast aus wie ich, ja? Haare, das sind die gleichen Frisuren. Ich meine, das ist der gleiche Entwickler, ne? Warte mal, machen wir mal hier zufällig. Chuck.
Okay. Okay, schaut mir alles nicht ähnlich, ne? Kopfgröße, Kopfversatz, ein bisschen reingeduckt, klein, fett, nicht muskulös und auch nicht dünn. So, Bart, den da. Hut, brauchen wir nicht. Aber dann brauche ich das Haar, dann mache ich das da. Zubehörteil, oh, ich habe ja Kopfhörer auf, ne? Oh, dann die hier. Hemdel. Jo, machen wir mal das da. Mit einer kurzen Hosen und Sandalen. So. Jetzt heb bloß nicht dein Bein, du Hund. So. Speichern. So, dann bin ich das. Ich habe halt leider keine Musik hier drauf, ist das Problem, ne? Ich würde nämlich gerne euch eine Musik vorspielen, während ich jetzt mal ganz kurz mich ausblende, mir einen neuen Kaffee mache und quasi so in 2 bis 3 Minuten wieder da bin. Also wenn jemand fragt, wo ich bin verschwunden und bin gleich wieder da. Wäre lieb, wenn ihr wartet. Bis gleich. Und da ist er auch schon wieder. Sehen tut ihr mich noch nicht. Aber jetzt, wenn jemand Bauber sucht, er wurde von Aliens entführt. Dieser Kanal wird jetzt von Ober-Aliens Spock übernommen. Ich danke dir, Tom. Ich danke dir. So, ja, da können wir einmal zurückgehen. Ich würde sagen, dass ich jetzt einfach, man hört mich, ne? Ja, doch. Oh, ich bin wieder da. Ach, du bist auch wieder da. Ja, Hallöchen. Hallöchen. So, soll ich wieder horsten? Ja. Ui, da haben wir aber ganz viel. Da haben wir Dating, Fleischwurf, goldenes Fleisch, Grillen auf dem Mars, Zombie-Attacke, Grillen Royal und Burgergeschäft. Oh, und da kommen noch mehr. Linienrennen. Barbecue-König, Piraten, Obdachlosenhilfe, Boomer, russischer Bär und Sandbox. Barbecue in einer freien Umgebung mit deinen Freunden. Mach ein Rennen gegen deine Freunde, koche das Fleisch und beeindrucke das Anime-Mädchen Kawaii. Also wenn, dann würde ich sowieso Sandbox dann machen und nicht irgendwie ein Thema, wo man dann auch noch Hektik hat und wer ist schneller. Ja. Und welcome back. Guten Abend zusammen. Hallo Johann. Raumoptionen. Friedlicher Modus. Ich würde dir das letzte nehmen. Burgerrestaurant. Was hältst du denn davon? Teambeschuss off. Was? Burgerbeschuss? Burgergeschäft. Das letzte. Nee, du kannst noch weiter hinter. Das geht bei mir nicht. Ich kann die Pfeile hier anklicken, der scrollt irgendwie nicht. Okay, ich mache das mit dem Mausrad. Ah, okay. Mit dem Mausrad. Und dann ist ganz hinten diese Sandbox. Linienrennen. Spieler können nicht mit dem Fleisch der anderen interagieren. Obdachlosenhilfe. Obdachlose braucht ihre Hilfe, um ein neues Zuhause zu bekommen. Hilf ihm beim Grillen, ein riesiges Gebäude zu bauen. Es ist ein kooperativer Modus. Ich bin noch am Lesen, Moment. Dum, 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 dum. Also wir machen, ich nehme deinen Vorschlag an, wir machen erstmal Barbecue und wir können ja dann immer noch obdachlos und oder Restaurant machen. Ach so, ganz vorne jetzt dann, oder wie? Nee. Wir machen erstmal Sandbox, um überhaupt Sandbox zu lernen. Okay, Sandbox, genau. Erstelle Spiele. Start Game not ready. Bereit? Ich bin bereit. Bereit. Freund einladen steht hier. Muss ich dich jetzt einladen oder findest du mich? Warte, Spiel beitreten. Bubba's Room.
Hallo. Hallöchen. Startgame. So, ich mache jetzt einfach mal Spielstart. Gucken wir mal. Also im Grunde könnte ja, wenn das ja bis zu 8 Spielern ist, könnte ja quasi jeder einfach rein. Ja. Wenn ich das richtig verstehe. Du kannst hier Pipi machen. Was kann ich machen? Pipi machen mit P. Barbecue in einer freien Umgebung mit deinen Freunden. Sandbox. Basic, interagieren, Wurfmesser, aufgeben. Okay. Weiterspielen. Oh je, die Kamera. Ah, naja, gut. Oh, ist das langsam. Moment. Ja, ist ultra langsam. Ne? Ich muss auch hier. Option. Nee. Urin. Mausempfindlichkeit. Yay. Tun wir ganz nach oben. Ja, habe ich auch. Ja, so ist doch besser. Jetzt hätte ich schon fast auf Verlassen geklickt. Hui. Hallo. Hier muss man Bier essen. Ich habe irgendwie Gift da unten angezeigt. Stimmt. Bier essen. Wellen müssen abkühlen, okay. Mehr. Achso, jetzt kann ich kein Bier trinken, weil du eins genommen hast. Aha. Kohle. Ui. Grill anzumachen, F schließen. Wo ist jetzt der Rasenmäher? Ich will doch den. Achso, der hat kein Fool mehr. Achso, die brauchen immer Interaktionszeitraum. So, gut's Nächtle. Was haben wir denn da? Not enough sauce. Oder kein, nicht genug Soße. Ah, du bist innen? Da kannst du deinen eigenen Knoblauch pflücken. Der ist wahrscheinlich, das wächst wahrscheinlich nach, ne? Okay, da gibt's nichts mehr. Ich kann nicht nehmen. Ach so, na gut, weil wir ja Dings aushaben, ne? Das, ja. Aber wie kriegen wir denn den Grill an? Ich habe keine Kohle gefunden bis jetzt. Da liegt ein Dingsbums daneben, ein Feuerzeug. Mit einem Feuerzeug kannst du deinen Grill anmachen oder deine Freunde anzünden. Toll. Ja, was will der denn hier von nicht genug Quellen? Ist das von dir? Barbecue. Ja, wahrscheinlich muss der. Achso, ich habe jetzt die Tomate weggebrannt. Mhm. Hallo, Hund. Ah, da ist ein Feuerlöscher auch. Interagieren? Nochmal, P. Sie müssen die Toilette benutzen. Sie müssen ihre Bedürfnisse befriedigen. Außerdem kann man es nicht zu lange halten. First Urin. Urinate 5 Seconds. Achso, das ist das Gift, oder was? Nicht jetzt. Okay, ich guck mal hier. Was lagst denn du jetzt hier? Ich penne in der Badewanne. Bist du in der Badewanne? Ach, du bist hier innen. Was haben wir denn da innen? Interagieren. Ah, da kann ich mich dann hinhocken. Ich krieg mal ein bisschen Champagner. Was? So, kann ich hier auch anmachen? Ich würde gerne in dem Spiel spielen, dass ich Spiele spiele. Da ist ein Rasensprinkler. Campingstuhl, wird die Schaukel angezeigt. Salz, okay, ich kann hier nicht. Thymian, Pfeffer, Sumac. Ich gucke mal nochmal rein. Zuckerbrot. Zuckerbrot? Das bin ich. Burgerbrot ist hier. Wo sind denn die Sachen überhaupt? Burgerbrot. Ah, rohes Fleisch, Speck, Pommes. Man schläft in der Wanne. Pizza. Be clean. Use toilet for the first time. Rote scharfe Soße, Mayonnaise, Grillsoße, Senf. Cheddar Soße, Ketchup, Ranch und grüne scharfe Soße. Oh, was haben wir denn da drin? Speck roh, nicht bereit. Wir haben hier eine Pizza im Kühlschrank. Rippchen.
Bevor Sie mit dem Kochen von rohem Fleisch beginnen, müssen Sie es mit den erforderlichen Zutaten vorbereiten und darüber gießen, genau wie Salz, Pfeffer, Thymian etc. Oh. Wie kriege ich denn die Kohle? Jetzt habe ich die Kohle weggeworfen, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Ach, die ist jetzt wieder... Tee ist nicht gekocht. So, hast du jetzt den Grill an? Nee, die Kohle hat noch einen Cooldown. Okay. Wo hast du denn die Kohle gefunden? Hier. Ah. Ich weiß aber nicht, wie ich die hier in den Grill kriege. Grillanzünder. Super Kindling. Ah. Ah, rechte Maustaste. Okay. Grillanzünder habe ich jetzt dazu. Yay, enough sauce. Ah, weg ist es. So, und dann muss man den Flammi nehmen. Ah, jetzt. Ah, okay. Barbecue Fire Up. Fixed up your barbecue Dingsy. Schließen. So. E interagieren. Ah, das muss ich umdrehen. Ich habe den Hund ganz durcheinander gebracht, weil ich den Fußball hier, ich wollte hier ins Tor schießen, aber... Rippchen roh nicht bereit. Komisch. F fallen lassen. Ist es jetzt drauf? Aber da ist nichts von wegen Senf, Minze, Pfeffer, irgendwas. Ja, die Gewürze, die stehen alle in der Küche. Ah. So. Dann bereite ich dir mal irgendwas zu. So, F abbrechen. Grüne scharfe Soße. Benutzen. Ja, ja, das reicht schon. Ich habe nur einmal geklickt und der hört nicht mehr auf zum Dingsen. Ich möchte es nicht so scharf. Da muss jetzt durch. Gluck, gluck, gluck. Muss, glaube ich, mal Pi. Pi? Dann geh aufs Klo, das gibt einen Erfolg. Jetzt habe ich das Fleisch wieder in der Hand. Rote scharfe Soße. F abbrechen, interagieren. Benutzen. Ja, irgendwie kann ich das nicht. Da steht aber okay. Okay, manche Dinge werden geschüttelt, andere nicht. So, dann da einmal. Das macht irgendwie nichts. Achso, warte mal, was brauche ich da noch? Senf. Senf. Schmeiß weg. Hier, das ist, also die Sachen, die hier angezeigt werden, die muss ich drauf tun. Jetzt habe ich wieder das Fleisch in der Hand. F. Nehmen. Nee, der will irgendwie das nicht nutzen. Du hast gesagt, da gibt es irgendwelche Sachen. Wasser, Sonnenblumenöl, Granatdingsbums, Pfeffer. Okay, dann nehmen wir mal den Pfeffer. Schauen wir mal. Vielleicht jetzt. Ah ja. Dann haben wir hier Minze. Brauche ich da Minze? Da stand irgendwas von Minze, ne? Okay, Hammer. Was brauchen wir noch? Salz. Salz. Kreuzkümmel, Curry. Pfeffer, Thymian, Minze, Salz. So. Einmal hier. Jetzt kommt's, die Rippchen waren nicht zum Grillen. Daraus sollst du die Gäste formen. Warte. So, und dann brauche ich... Ich brauche aber doch Cent. Ach, es ist gar kein Cent. Ach, das ist Cheddar-Soße. Deswegen hat es nicht funktioniert. Das hier ist Senf. Okay. Hilfe? Senf, Ketchup, Sonnenblumenöl. Okay, was fehlt noch? Das kann ich nicht lesen. Irgendwas mit
Schadefsoße oder so. Wir machen hier ein Schlachtfeld in der Küche. Ich muss da gleich wieder Pie. Grillsoße. Aber Grillsoße wollte er nicht, ne? Doch, Grillsoße habe ich schon. Was haben wir da? Rote scharfe Soße, das könnte sein. Nee, das ist auch nicht. Achso, was sind deine Rippchen? Curry, irgendwas mit Curry ist da noch. Salz, Curry. Okay, Hammer. Roten. Wasser. Da sind. Hä? Sonnenblumenöl, Granat. Das da vielleicht? Ja, wer würzt denn so sein Fleisch? Ketchup und Mayo. Aber mir fehlt hier noch irgendwas. Weißer Dings. Irgendwas. Bruder Pfeffer, Salz, Curry, Kreuzkümmel. Pfeffer. Ach, Snack essen? Ach ja, Snack essen, weil bis ich hier endlich mal was fertig habe. Ist man verhungert. Bis ist man verhungert, ja. Weißer Champagner vielleicht. Und der Grill ist wieder aus. Ah, das war weißer Champagner. So. Jetzt hier, Rippchen. Oh, das Fleisch umdrehen. Damit das Fleisch vollständig gegart wird, muss es auf beiden Seiten gegart werden. Vergessen Sie nicht, das Fleisch zu wenden und die andere Seite zu kochen. Grillt mir das nicht? So. Hast du wieder angemacht? Meine. Ich habe gedacht, wir grillen beide so weißer. Ach so. Und dann. Ach so. Du für mich, ich für dich. Kohlebeutel. Okay, dann nicht. La 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 la. Barbecue, Feuerball, Grillanzünder, okay. Weg damit. So. Grillding sie. Haben wir denn hier überhaupt? Schließen. Firepower 16%. Ich wollte einen Salat machen, weißt du? Deswegen hatte ich die Sachen. Okay. Aber das geht gar nicht. Firepower sind wir bei. Okay. F. So. Ah. 30. Du willst es wahrscheinlich auch durch, ne? Medium geht auch. Okay. Urin steigt jetzt wohl hier auf. Oh, ich mache mir gerade eine Hose. Da muss ich auch schon nicht aufs wieder Klo gehen. Da muss ich auch nicht aufs Klo gehen. So. Gleich sind die Rippchen fertig. So, Rippchen brauchst du keinen Teller. So, ich habe hier ein Stück Fleisch. Kann ich nicht nehmen. Aber ich kann es, glaube ich, dahin, ne? Legen. Gebacken, okay. Tee essen. Magst du das essen? Ich hab's hier mal auf dem. Nicht genug Quellen. Warum ist denn mein Grill aus? Hier ist noch 88%. Ja, du musst schon weggehen, wenn du pinkeln musst. Oh. Ich hab jetzt auch mal P gedrückt. Nein, Hilfe. Ich hab gar nicht gedrückt, das kam von alleine. Achso, weil du dann schon voll warst. Rohes Fleisch steht da. Sag mal. Ja, das ist doch gut. Huch! Und jetzt halt auf rechte Maustaste zum Drehen, oder? Ah. Dieses Fleisch gehört nicht dir, steht da. Ja, jetzt. Cool. 117%. Dann kannst du wahrscheinlich das da gar nicht essen, ne? Du kannst es wegschmeißen, oder was? Ich habe aber auf Tee essen gedrückt. Okay. Also das rohe Fleisch ist gleich nicht mehr roh. Das wird zum Brikett. Ich kann das nur essen, wenn das auch. Man kann das nicht essen, wenn es in der Hand ist. Okay. So, jetzt essen. Wie? Was machst denn du? Ist ja eklig. Ich hab Tee gedrückt und ich. Du bist ja drauf hier. Was machst denn du? Ich hab ne.
nichts gibt. Und ich bin müde, ich muss schlafen. Ja, auch noch. Oh, ich bin auch müde. Dann schlafe ich auch mal. Gute Nächte. Schnarrig. Aber das wird gar nicht weniger, wahrscheinlich wegen Sandbox. Das kann sein, ja. So. Grillanzünder, ist das so, bei 88? Und gegessen habe ich immer noch nichts. Immer noch nicht. Ich habe jetzt gedacht, du haust dir da die Rippchen rein und dann haust du dir noch den Burger rein. Ah, Grillanzünder ist ready. Firepower, na gut, das kann man ja dann machen, wenn man das Fleisch bereit hat. Jetzt gucke ich mal, was man mit der Pizza noch machen kann. Die guten alten Pullerrippchen. Ja, die Pullerrippchen. So. Ja, die Blase, die geht auch so schnell voll. Was muss denn da drauf? Kümmelkreuz. Das war doch hier irgendwo, ne? Hier. Kreuzkümmel. Kann ich die nicht, ne? Ich mach dir jetzt eine Pizza. Das ist super. Ja, ne? So. Dann haben wir Sumach. Sumach. Ranch. Senf. Cheddar. Grill. Mayo. Hui. Wenn du hungrig wirst, solltest du essen. Dazu kannst du dir Fleisch braten oder welches bla. Sabbel doch nicht. So. Salz. Sieht aus wie ein Apfel anstatt wie eine Tomate. Brauche ich Salz? Ja, ich brauche Salz. Salz, Pfeffer, Thymian. Was hier mit dem Boxring? Ah. Hier ist ein Boxring. Da ist ein Boxring auch noch. So, dann haben wir noch Thymian. Der war doch da auch irgendwo. Sumach, Minze, Thymian. Die Blase ist schon wieder fast halb voll, ne? War das voll? Meine Blase. Schon wieder? Ja, ich weiß auch nicht warum. Sag mal, ist ja wie in Real Life, hä? Kreuzkümmel. Kann ich hier mit der Habe ich Curry gebraucht? Ich weiß es nicht. Was willst du in der Mikrowelle machen? Ja, weil eine Pizza auf dem Grill, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Das probiere ich halt einfach mal. Vor allem wie... Nein, bleib liegen. Du kommst weg. So. Pommes auf dem Grill? Nee. Sumach. Was ist denn das Sumach? Keine Ahnung. Sumach. Da haben wir es doch. Ups. Ach so, ich habe verstanden, was Sumach ist. Und was Sumach ist, weiß ich nicht. Rote Paprika und Minze. Nee, das ist roter Pfeffer. Nein. Nein, geh weg. Ein rohes Ei, sieht aber aus wie ein Spiegelei. Und das soll ich auf dem Grill machen? Da brauche ich doch eine Pfanne oder sowas. Minze auf eine Pizza ist aber auch komisch, ne? Was willst du jetzt mit dem Senf? Ich mag Minze sowieso nicht. Nein, weg damit. Achso, ich bin schon wieder am Pullern auch. Entschuldigung, geh weg. Ich puller dich an, Mann, oh. Und wieder auf die Pizza. Ist das, ich weiß nicht, wie man auf solche Sachen kommt, ganz ehrlich. Rote Paprika. Vor allen Dingen, ich packe doch die Mayonnaise nicht auf die Pommes. Ja. Bevor sie auf dem Grill sind, oder? Ja, eigentlich nicht. Wo ist denn jetzt die rote Paprika? Hallo. Rote Paprika. Ach, da ist ein Boxring tatsächlich. Da vorne war doch irgendwo Tomaten, ne? Kann das sein, dass da dann nochmal irgendwas anderes ist? Salz, Minze? Oder ist es gar keine Tomate und es ist eine Paprika? Nee, ist eine Tomate. Also warte mal, vielleicht habe ich ja hier was. Speck, Ei, Huhn, Pommes. Paprika ist ein Gewürz eigentlich. Schon, ne? Hm. Aber finde ich nicht. Minze suche ich. So, ich habe jetzt wieder was gegessen. Was hast du denn da? Du hast hier Pommes. Ja, ich habe... Sumach, Pfeffer, Thymian, Salz, Curry. Ketchup und Mayo. Paprika. Oder ist das hier dann irgendwo? Ich probiere das jetzt einfach mal aus alles. Okay, ist nicht. Ist nicht. Alles ausprobieren hier. Auch nicht. Habt ihr zufälligerweise das gesehen? Sorry, was wie ein Drecksspiel. ja. Irgendwie schon.
Himmelsakra! Grillsoße, auch nicht. Nein. Sag mal, wo ist denn die Paprika? Cheddar. Und Mayo. Nein. Du suchst auch Paprika, ne? Nee, ich habe alles. Jetzt muss ich nur den Grill erstmal wieder anmachen. Okay. Geldsack ohne Geld. Ist es dann der Pizza-Puller-Alarm oder der Puller-Pizza-Alarm? Man weiß es nicht. Moment, kann man ja anzeigen. Warte mal, das kann ich ja anzeigen. Anzeigen, zack. Ah, sorry, ja. Also nicht gerade schönes Spiel. Vor allem, wenn man seine Zutaten nicht findet. Kann es sein, dass die Paprika irgendwo... Also angebaut ist sie nicht, weil da draußen ist ja nur der Knoblauch und die Tomatoes. Tomatoes. So, und da ist auch keine Paprika drin. Also ich weiß es nicht, wo ich die Paprika jetzt herbekomme. Pizza roh nicht bereit. Rote Paprika. Vielleicht muss ich ja doch eine Tomate draufschmeißen. Ich weiß es nicht. Wenn hier meine Pommes durch sind, dann gucke ich gleich mal mit. Da bleibe ich doch lieber beim Gas Station Simulator. Das neue DLC gefällt mir sehr. Das freut mich, Albrax. Ja, das sollte heute auch nur so ein Just-for-Fun-Stream sein, nichts Ernsthaftes. Ja, ja. Einfach halt mal planlos rumrennen und pullern. Was haben wir denn da? Bier. Oh, und kaum habe ich schon wieder hier Urin. Ich muss auch gleich pipi. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel Urin. Vor allem als Frau macht sich das echt gut, ne? Ja, ja. Tung. Chang. Jetzt ist der Ball weg. Na toll. Einfach nur mal Quatsch machen. Kann ich den Hund füttern? Nee, ne? Aber ich kann die Pizza nicht machen. Tut mir leid. Ich kann die Pizza nicht machen. Hier. Muss ich die da reintun? Kann die auch nicht auf den Grill packen, ne? Weil ja, pack die doch mal irgendwo hin, dass ich mal gucken kann. Ich hab gedacht, ich gucke mal. Naja, es fehlt nur noch Paprika. Was anderes fehlt ja nicht. Aber ich finde keine Paprika. So. Also die steht hier draußen auf dem Tisch, ne? Die Pizza. So. Machen wir hier Feuer. Firepower. Gut. Dann hole ich jetzt eben... Achso, nee, die muss ich ja alles würzen, ne? Rohes Fleisch, nicht bereit. Speck, nicht bereit. Muss ich den auch irgendwie würzen? Da braucht auch noch was. Grillsoße. Das ist ein Übersetzungsfehler, glaube ich. Natursekt Simulator. Der besondere Geschmack für Barbecue. Man hätte das Game auch Rise of Pizza oder besser Pee on Pizza nennen können. Bobas, das war ein Übersetzungsfehler. Echt? Ja, weil Englisch heißt das ja Pepper. Ja. Und wenn die dann gucken... Oh ja, stimmt. Pfeffer, ja. Roter Pfeffer. Roter Pfeffer, ja. Na, ist okay. Dann ist es mir klar, ne? So, Min C. Also... So, und machst du dir die Pizza jetzt selbst? Machst du es dir selbst? Na, warte. Salz. Kann ich nicht, weil die Pizza nicht mir gehört. Ach so. Hast du dann den roten Pfeffer noch dort irgendwie? Ich habe schon drauf gemacht. Du hast drauf gemacht? Das machen wir die ganze Zeit. Ach, wo du das gerade... wo du das gerade sagst, ich gehe mal lieber vor die Zeit. Thymian. Kann man das dann noch essen überhaupt? Curry? Thymian. Das so. Muss ja ein Katheter mit dir. Nein, liegen lassen. Pfeffer brauche ich noch. Pfeffer. Gehst du weg von meinem Speck? So. Yes. Da-dam-dam-dam.
So, jawohl, gut. Und du hast gesagt, du kannst es nicht wirklich. Ach nee, du kannst es nicht drauflegen, ja, ne? So. Da kannst du mal sehen, ne? Jetzt mache ich dir sogar eine Pizza, super, beidseitig angebraten. Aber Bubas, vielleicht fangen wir doch nochmal overcooked an, weil mir macht das auch keinen Spaß. Hier ist ja gar nichts los. Ach, sag doch das sowas nicht. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt schon so doof anstellen mit dem Kochen, wie sollen wir da im Obdachlosen helfen oder ein Restaurant aufmachen? Die sind ja alle verhungert. Das stimmt. Hallo. Grillst du jetzt den Teller? Nein, die Pizza. Ach so, was ist die Pizza? Vor allem gut, die Pizza umzudrehen auf dem Grill, dann fällt ja der Belag gar nicht runter. So, ich pinkel mal währenddessen. Geh da mal weg aus der Schusslinie, Mensch. Geh noch mal aus der Schusslinie. Das ist ein doofes Spiel. Mann. So, ich esse jetzt dann den Speck. Mach das. Tee. Ich habe ihn gegessen. Ich bin satt. Gebacken, verbrannt. Auch. Meine Blase ist auch schon wieder ein Drittel voll. Ja, bis du das ausgesprochen hast, das ist schon voll. Cooldown, Kohlebeutel. Nee, Beutel. Information verbrannt. Ich will mit dich kraulen und so, das geht alles gar nicht. Ey! Es ist ein Frisbee. Wo ist er denn? Naja, gut, das Ding ist ja verbrannt, ich weiß es nicht. Ah, da. Ah, da. Gebacken, verbrannt. Ich kann das ja nicht nehmen. Ach, du kannst es nicht nehmen? Hundi! Was Leckeres für dich? Komisch, ey. Nee. Das ist nix, das Spiel, ne? Nee, da war das andere besser, das Camping. Aber wie gesagt, wir wollten ja Quatsch machen. Yay, yeah, ich hab ein Tor geschossen. Mit dem Basketball. Ich sag ja, ich hab's nicht so mit Sport, ne? Ich auch nicht. Oh, aber das macht Spaß. Wer schießt das nächste Tor? Ey. Oh, und er geht rein. Yay, zwei Tore. Wo ist denn der Ball hin? Da. Weiß ich nicht. Hey, faul. Ich hab schon drei. Oh, der ist... Ich hab's gesehen. Also, du musst zum Nachbarn. Der Nachbar ist böse. Ja. Hallo. Man kann nur nicht springen, ne? Nee, kann man nicht. Weil es sieht so aus, als gäbe es nur diesen Garten hier. Ja. Nein, da rein. Ey! Meine! Und es war doch eine tolle Flanke. Den hättest du verwandeln müssen. Ich habe keine Ahnung. Ich verwandle mich gleich. Wir verwandeln jetzt das Spiel. Wir verwandeln jetzt das Spiel, ja. Ja, also so ein Dreiviertelstündchen oder sowas haben wir noch, oder Max? Stündchen, ne? Weil ich muss ja um 18 Uhr ja weg. Ja, ja. Ne, achso, wir haben ja 16 Uhr haben wir jetzt. Nee, haben wir jetzt ja 16 Uhr? Wir haben 16 Uhr. Ah, das ist schön. Dann haben wir doch noch genügend Zeit für den... Hör auf, mich anzupinkeln. Ich kann jetzt ja gerade nicht zurückschießen, das ist gemein. Ich lege mich hin. So, mag nicht mehr. Wollen wir dann den Overcooked doch einmal? Okay. Ja. Ich habe ja gedacht, das ist ähnlich ein bisschen interessant wie der Camping, aber kein Stück. Hallo Cicolina, schön dich mal wieder live zu sehen. Ich zocke jetzt ein wenig Center Station. Hast recht. So. Du bist einfach rausgegangen. Ich habe es genau gesehen. Ja. Einfach das Fest verlassen hier, dieses Grillfest. Ich muss mal hier kurz Nase putzen, Moment. Die Nase putzen. So, alles klar. Dann gehe ich jetzt einmal auf den übergekochten. Ich muss nur ganz kurz hier, schwarzer Bildschirm, ne? Ihr seht es ja. Guten Tag zusammen, Emil. Vor allem, wie genau macht sie das als Frau so zu pullern? Ja, das stimmt allerdings. Videomaterial oder Screenshots, das ist mein Geheimnis. Oh, da läuft Musik.
Mach gleich leise. Wie macht man denn hier Mehrspielermodus? Ich weiß nicht, wie man hier Mehrspieler-Modus macht. Ich weiß es auch nicht, aber auf jeden Fall war jetzt die Musik ekelhaft laut. Könnte doch auch sein, dass das später nach dem Schnitt vielleicht weg ist, die Musik, weil die rausgecancelt wird und man weiß es ja immer nicht. Drücke Leertaste, um beizutreten. So, Escape zurück. Bewegen, auswählen. Grafik. Qualität, Standard, traumhaft. Traumhaft wollen wir natürlich die Qualität haben. Ich habe keine Ahnung. Wir warten mal auf Bobas. Vielleicht sieht der was. Was? Ich? Wat? Ja. The Lost Option Credits verlassen. Vielleicht muss man auch da rein in das Spiel. Aber hier steht ein Versus. Was steht hier? Versus, also gegeneinander. Also... Was? A gegen B, quasi. Ich weiß aber nicht, ob man da die Kampagne vorher machen muss. Ich auch nicht. Kennt das einer? Ich glaube, man kann das nur als geteilten Bildschirm machen, so wie es ausschaut. Also das sah aber in den Vorschaubildern nicht so aus. Ja, irgendwie nicht, ne? Quack hat doch gesagt, die kennt das Spiel. Ist Quack da jetzt noch? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, beide hatten einen gesunden Strahl. Overcooking wird auch Spaß machen. Ja, Quack ist da. Aber das Problem ist jetzt halt hier mit... hups. Nee, das ist tatsächlich anscheinend... Ja, bin da. Okay, jetzt fallen hier gerade Kometen. Also ich habe jetzt einfach mal gestartet. Ja, ich weiß nicht, kann ich dich auch einladen. Ja, ich habe jetzt auch einfach mal gestartet. Einfach nur mal gucken. Okay, das ist es. Jetzt, wenn ich das vorlese, dann lese ich ja für dich auch vor, ne? Ja, das ist das Problem. Wir sind ja nicht zeitnah. Zeitgleich. Die Bestie nähert sich. Vor allem macht er Es erinnert mich jetzt gerade an Findet Nemo. Also du, ich dieses verstehe Ritual dich nicht, solange wieder hier macht. Okay, ich klicke jetzt einfach mal durch. Ja. Oh, was haben wir denn da? Was für ein Monster? Ist das ein Fleischbällchen-Monster? Oh, mit Spaghetti. Habt ihr es auf Ike? Ich weiß nicht, was Ike ist. Steam haben wir. Der ewig Schmachtende ist erwacht. Habt ihr Epic oder Steam? Steam. Was ist denn das für ein Kartoffelmonster? Das ist ein Fleischbällchen mit Spaghetti-Armen. Das sieht man doch. Ist das laut? Ja, das ist ultra laut, ne? Ich muss das gleich mal leiser machen. Oh, und dann muss ich auch noch... Oh Gott. Gut gemacht. Bring jetzt den Kopfsalat zum Hackbrett. Sie hat es in Epic gezockt auf Multi. Schnell, nutzt eure Leertaste, um eine Zutat aufzunehmen. Ja. Bring jetzt den... Kopfsalat zu den Hackbrettern. Aber wir sind nicht im Multi. Der neben mir macht nichts. Der neben mir macht auch nichts. Aber jetzt bin ich plötzlich der andere Chefkoch da. Kann es sein, dass wir ein Tutorial machen müssen? Also bevor wir dann den Versus-Mode starten? Ich habe keine Ahnung. Drückt, um die Köche zu wechseln. Ach so. Aber dann spiele ich ja beide. Ja, eben. Das ist ja das Doofe. Also irgendwas haben wir hier nicht verstanden. Nee, ne? So. Okay, ich hab zwei Trinkgeld bekommen von ihm. Auf die Plätze, fertig kochen. Liefere ein Rezept. Okay, nee, das haut nicht hin, ne?
Also wir wissen zumindest nicht, wie es geht, sagen wir mal so. Oh, nee, das will ich doch gar nicht. Hier, verlassen. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich dann das Spiel verlassen tue. Kann ich da irgendwie... Wie kriege ich dich denn ins Spiel oder umgekehrt? Ich weiß es nicht. Ja, bestätigen. Raus hier. Nee, das geht nicht. Versus, weil ich kann den Versus hier nicht aktivieren. Festive Seasoning, das geht auch nicht. Nö. Oh Jehuha Simulator. Sumach ist ein rotes Gewürz. Sumach bezieht sich auf eine Gruppe von Pflanzen, die zur Familie der Sumach-Gewächse gehören. Danke dir, Emil. Aber ist das nicht egal, ob... Nee, also ich weiß es nicht. Ich kann jetzt höchstens mal probieren, ob ich dich einladen kann, um sich bei jemandem zu spielen. Nein, ich meine, ist das nicht egal, ob Epic oder Steam, wenn es ein Multiplayer ist, ist es ein Multiplayer. Jeden zum Spielen. Ich glaube... Hups. So, jetzt gucke ich mal. Eigentlich sollte das doch egal sein, ne? Hier. Anverwandt, Overcooked. Remote Play Together ist das hier. Habe ich dir jetzt irgendwas geschickt? Wohin denn? Was denn? Naja, ich habe jetzt halt bei dir mal angeklickt. Overcooked Remote Play Together. Aber dann ist es, glaube ich, nur so, dass du spielst und ich schaue zu. Irgendwie so. Ich starte gerade Epic und schau mal nach. Glaube, es war ein Tutorial. Man kann es zu zweit spielen. Habe ich bei anderen YouTubern auch schon gesehen. Ja, eben, das wundert mich ja eben. Ja. Ne? Aber ihr habt ja gesehen, im Menü war ja gar nichts. Nee. Ich gehe mal wieder raus. Verlassen. Du gehst wieder raus? Ui, Fehler bei Remote Play. Das wollte ich doch gar nicht. Zu. Okay, also ich kann das hier nicht irgendwie ändern. Hm. Tja, jetzt ist dann die Frage, ne? Optionen. Ich schaue auch mal auf die Shop-Seite. Ja, oder auf Steam. Da was erklärt. Ja, bei Steam steht nur Koop-Spiele mit geteiltem Bildschirm. Also das heißt auf einem Ding oder Remote Play. Und das Remote Play, das ist ja, glaube ich, dass man jemand anderen spielen lässt, während man selbst zuguckt. Ja, das kann aber nicht sein. Da sind ja auch zwei Leute in der Kampagne. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, darum meine ich ja. Also man kann es ja mit geteiltem Bildschirm spielen. Aber dann eben nicht online verknüpft. Also nicht Online-Koop, sondern eben Koop-Spiele, geteilter Bildschirm, aber nicht online. Wir sind richtig schlecht, ehrlich. Ja, total, ne? Aber ich habe damit jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Nee. Aber warum ist dann Versus ausgegraut? Ja, das ist auch noch die Frage, ne? Aber wahrscheinlich, weil ja eben keiner hier beitreten kann. Also weil ich ja quasi nochmal den Controller anstecken müsste. Und dann würde es gehen. Overcooked ist ein chaotisches Koch-Koop-Kochspiel für 1 bis 4 Spieler. Arbeitet mit anderen Köchen im Team. Mhm. So. Aber und nur, auch wenn du die Bilder anguckst, warte mal, ich mach mal. Aber nicht Online-Koop. Das ist es ja. Das ist ja eben nur Koop-Spiele mit geteiltem Bildschirm. Aber nicht online. Das steht nämlich extra dabei mit geteilten Bildschirmen. Mach doch weiter hier. Mach doch mal weiter hier. Nee, ich meine die Vorschau. Also. Das heißt, ich muss die alle selber steuern, die Leute? Ja. Oder eben im Koop auf geteiltem Bildschirm. Das ist jetzt noch die andere Sache. Da, 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 da. Ach, da steht's, Koop-Spiele mit geteilten Bildschirm. Oh, ja, ja, das ist geteilten Bildschirm wollen wir nicht. Nee, geht ja auch nicht. Nee. Wie? Vor allem, ich schneide doch nicht meinen Bildschirm auseinander, also ehrlich. Nee. Das geht ja gar nicht.
Hot Seat wie vor 30 Jahren. Ja, dann müssen wir jetzt ganz, ganz schnell was anderes finden, was wir zu zweit spielen können. Ganz, ganz schnell. Also ganz super ganz schnell. Schnell. Super schnell. Super duper hyper schnell. Aber da fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts Schnelles ein, weil ich spiele so selten Koop. Ja. So, ich hatte es mit einem Kollegen über Epic im Multi gespielt gehabt. Okay. Über Epic, aber auf Epic habe ich es nicht. Ich habe es nur auf Steam. Ja, weil ja aber halt das ist ja ein Spiel, wenn das da Multi geht, muss es doch anders auch Multi richtig gehen. Ja, eigentlich schon, ne? Weil das ist ja nicht von dem Anbieter hier, also diesem Spieleanbieter abhängig oder Plattform, ja, sondern vom Spiel. Ja. Puh. Ich guck gerade auch durch. Hast du zufälligerweise Dinkum installiert? Ja, habe ich. Weil das kann man Online-Koop spielen. Echt? Ja, steht dabei. Online-Koop. Das ist neu dazugekommen, ne? Anscheinend, ja. Aber das könnt ihr mir doch mal ausprobieren. Ich wollte Dinkum eh schon mal wieder starten, weil ja da so viel Content hinzugekommen ist. Ja, oder Planet Crafter. Planet Crafter, stimmt, das geht ja auch im Koop, ne? Ja. Night of the Dead macht auch Spaß im Multi, ja, das kennen wir schon. Im das Multi. Haben wir schon im Multi gespielt. Das haben wir schon Multi. Dinkum haben wir noch nie gespielt, das könnte auch lustig sein. Aber ja, deswegen, das ist aber auch so lange Vorfilm, glaube ich, ne? Weiß ich jetzt nicht. Aber das ist etwas, was halt größer wäre, ne? Also da könnte man sich jetzt nicht nur auf ein einsammelndes Koop mal stürzen. Da müsste man dann immer wieder mal machen. Ja, das ist es. Und ich meine, du hast halt deinen Samstag als Streamtag. Ja. Ne? Dem will ich ja nicht reingrätschen, vor allem nicht mit meinen Zeiten. Ja, vor allen Dingen ist es auch so, ich muss ab nächster Woche wieder arbeiten. Da geht das nicht. Ah, okay. Eden Crafters. Keine Ahnung. Eden Wir Crafters können auch mal einen Powerwash-Simulator als Koop machen. Das ist jetzt halt auch so ein Spiel, was mich nicht unbedingt interessiert. Vor allem habe ich den nicht. Den habe ich nicht gekauft, weil ich es nicht einsehe, 20 Euro für das Spiel zu zahlen. Ach so, du hast den Adventure mal gespielt, ne? Ja. Hab euch beide mal einen Screenshot geschickt. Dann gucke ich doch mal. Ja, dann guck mal. annehmen, einladen, verlassen. Ja, schön, aber das geht ja nicht. Drum meine ich eben, kann das sein, dass man hier dieses Tutorial spielen muss erstmal, dass man dann den Koop freischaltet? Ja, das kann natürlich sein, ne? Das war doch, bei welchem Spiel war denn das noch, wo wir das hatten? Wir haben noch Dark Hollow haben wir noch zusammen gespielt. Genau, Dark Hollow, ja. Da mussten wir doch auch jeder erstmal das Tutorial alleine spielen. Und hier kann ich halt nichts machen. Ne? Drücke A oder Leertaste, um beizutreten. Also das ist wirklich nur für den Koop. Was ich also an einem PC. Das ist nichts von wegen lade ein oder so. Bei dem. Über Epic sieht Overcooked anders aus. Ah, okay. Probier doch erstmal die Einführung. Also erstmal einführen. Ja, das nützt ja nichts, wenn hier wir zusammen streamen und jeder spielt für sich hier. Das ist ja auch doof. Ja, ist wirklich blöd, ne? Weg damit. Verlassen. So. So, ich mache jetzt Overcooked auch erstmal aus. Ja, ausmachen tue ich es noch nicht, weil sonst hätte ich nämlich einen schwarzen Bildschirm. Ja, Dinkum war ja erstmal viel Blabla. Wir naja, halt mal das ganz, mit dem. Ganz kurz Planet Crafter, einfach nur mal so just for fun. Planet Crafter, da habe ich halt das neue Auto auch noch nicht, ne? Ich auch nicht, aber wenn, dann machen wir jetzt beide einfach was. Oder? Warte.
Habe ich Planet Crafter überhaupt noch installiert oder habe ich das schon deinstalliert? Aber das würde mich wundern, wenn ich das deinstalliert habe. Da ist es doch. The Planet Crafter. Und das geht im Koop, stimmt. Aber das habe ich noch nie im Koop probiert. Ich auch nicht. Ich habe aber schon anderen im Koop zugeguckt. Okay, dann werde ich jetzt Overcooked einmal beenden. Genau, verlassen. Ich weiß aber jetzt nicht, wie man hier den Koop macht. Ich auch nicht. So, den Planetenerbauer. Planet macht Spaß im Multi. Ocean World Eden Crafters ist Planet Crafter nur in gut. Ja, Eden Crafters habe ich schon mal die Demo angezockt, aber das ist doch noch nicht raus, das Spiel, oder? Ist auch noch nicht. Das gibt nur die Demo und den Prolog. Eben. Also von daher ist es eh erst einmal. Weil das Eden Crafters, das ist ja auch gleichzeitig so ein kleines bisschen Satisfactory, ne? Warte mal nochmal. Bei mir will das Spiel nicht starten. Schon wieder. Planet Crafter hat auch schon einen neuen Planeten angekündigt. Stimmt, das habe ich irgendwie mal gesehen, ja. DLC. Na gut, DLC wäre mir jetzt ja wurscht. Dann zahle ich halt da, keine Ahnung, 5 Euro für, ne? Einer muss Spiel erstellen und dann den Code dem anderen geben und der muss im Menü bei Beitreten den Code eingeben. Soll ich dir mal was sagen, Bovas? Was? Bis wir das hier fertig haben, ist 17 Uhr, ne? Ich weiß nicht. Ja, vor allem, wenn wir jetzt Planet Crafter machen, da fängst du ja komplett von vorne an. Ja. Sonst hätte ich vielleicht gedacht, noch mal ganz kurz 7 Days to Die. Okay, das habe ich nicht installiert. Okay. Und dann würde ich sagen, dann das ist mega leider groß. Müssen wir wohl leider den, weil es ist jetzt hier kein kleines Spiel, auch keine Demo, die ich gerade sehe, die man im Mehrspielermodus machen könnte. Ja. Weil bis wir hier fertig sind, das tut mir jetzt auch wirklich leid. Ja. Für unsere Zuschauer, dass wir hier so völlig, aber das konnte ja keiner wissen. Naja, shit happened. Shit happens. Das ist es. Oh, jetzt tut sich bei mir Faktor habe ich noch, aber das hast du nicht. So, bei mir hat jetzt endlich nach 5 Minuten endlich mal Planet Crafter gestartet. Ich habe es schon wieder ausgemacht. Nee, ich habe jetzt hier. A gegen B. War das nicht C gegen D? Ja, Raft lohnt sich auch nicht. Da habe ich auch, glaube ich, irgendwelche Mods noch drauf und ich weiß gar nicht, ob das alles funktioniert. Ich habe Ewigkeiten keinen. Ach so, naja, solange du das Spiel nur auf Steam startest und nicht über diesen Mod-Ding, ja, stimmt. Da hast du ja keine Mods drauf. Aber da kommen wir ja auch nicht groß voran und das ist. Also, nee. Wir bräuchten jetzt was Kurzes, ne? Aber. Einen kurzen bräuchte ich jetzt auch, ja. Ja, das ist ja. Erst einmal einen Schluck Kaffee, ne? Prost an euch alle. Ja, das ist ein bisschen dumm gelaufen, aber nichts ändern. Was willst du denn dann machen? Willst du dann eher Schluss machen jetzt? Oder willst ja, du weil es ist ja jetzt bald nur noch eine halbe Stunde, weil mir fällt jetzt gerade irgendwie nichts ein. Ja. Nee, also können wir machen. Dann machen wir einfach noch mal zu einem anderen Zeitpunkt eben Koop. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe Halloween-Urlaub. Also ich habe 30. Oktober und 1. November Urlaub. Vielleicht können wir da ja noch mal Halloween selber was machen. Dann sprechen der Woche wir uns aber besser ab, ne? 28. bis 2. ne, war das dann die Woche. Ja, ich denke, das geht. Ich habe nur den Mittwoch und den Freitag Urlaub, aber ich würde jetzt nicht gerne, nicht unbedingt Freitag streamen und glaube, Mittwoch habe ich, glaube ich, einen Termin. Ja, ist kein Thema. Ich sag mir einfach Bescheid und ich richte mich danach. Und 31., ne? Also Halloween. An Halloween, okay. Ja, 31. Und da sprechen wir uns dann schon besser ab. Ich meine, das ist jetzt halt natürlich blöd gelaufen mit dem Overcooked, ne? Ja.
Das können ja mal zu dritt dann machen. Quack. Was willst du denn da machen? Den Cleaner? Welchen Cleaner? Ja, diesen Horror-Cleaner, den wir vielleicht schon mal gemacht haben. In dem Haus. Mit der Gruft und so. Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, ob wir das nochmal. Wir gucken mal, pass auf, wir gucken mal, ob wir ein schönes Spiel finden. Ja? Ja. Für Multiplayer und das muss ja dann auch erschwinglich sein und das muss ja dann auch laufen und all so ein Kram. Ne? Mhm. Der Viscera Cleanup. Santa's Rampage haben wir da mal gemacht, glaube ich, und den normalen Viscera Cleanup. Wir beide haben Halloween-Special gemacht. Genau, oder Halloween-Special. Ich weiß nicht, das steht jetzt halt hier als Viscera Cleanup. Ja. Da gibt es ja 1000 Teile von diesem Viscera Cleanup. Ist anscheinend, weil ich jetzt gerade da mal geklickt habe, am 26. Februar kam da auch schon wieder irgendwie ein Sneak Peek, also für irgendwie ein Update oder so. Den Viscera Cleanup. Ihr könnt ja auch mal im Discord, ich habe ja Spielevorschläge und Bobas hat ja Spielevorschläge im Discord genau. Drin. Postet doch da mal, was ihr vielleicht von uns für Halloween sehen wollt. Genau. Ja. Und vielleicht können wir das ja wirklich mal zu dritt machen auch. Ja, ja. Wenn dann Sandy Mandy vielleicht auch noch Zeit hat, vielleicht auch mal zu viert. Oder es wird ja Chaos, du. Das wird das so brutalste Chaos überhaupt. Ja. Dann machen wir Mädels gegen Kerle. Genau, so könnten wir das dann machen. Ich kann mal hier gucken, ob hier irgendwie Halloween. Ja, aber das können wir ja noch ausmachen. Ja, ja. Insofern. Aber wie gesagt, ne, schreibt in die Haunted House, enter hier. Ja, was viele zu Halloween machen, sind diese Geistersuchspiele. Ne? Die mag ich aber nicht wirklich. Nee, da bin ich auch kein Freund von. Vor allem, die schauen manchmal schlimm aus. Also da ist die Grafik, macht mir da mehr Horror wie die Geister, die da drin rumlaufen. Ja. Genau, also Frauenpower, sagt Quark. Ja. Ne, also wie gesagt, schreibt's mir und oder Bobas. Ich meine, bei Bobas sehe ich das ja auch, weil ich da ja auch bin und auch Mod bin in seinem Discord. Schreibt mal so lustige Horrorspiele rein. Ne? Wir müssen ja nicht nur eins machen, wenn das so solche sind, die eine Stunde gehen oder so. Oder, ne? Aber wie gesagt, diese Geistersuchspiele nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie sie alle heißen. Wir haben uns ja auch mal in einem versucht. Quack schreibt gerade Phasmophobia. Ja, das meine ich. Genau sowas nicht. Das habe ich auch nicht gekauft. Das ist bei mir auch auf der Ignore-Liste. Genau, solche Spiele nicht. Also eher sowas, ne, wie dieser der Cleanup. Ja, genau, was wir, ne, Bobas und ich gemacht haben und irgendwas oder wie was sowas ähnliches wie Kochen, ne, vielleicht so, ne, sowas wie Overcooked, wenn es das so im Halloween-artig gibt, ne, dass man vielleicht Halloween-Gerichte kocht oder... Halloween-artig. Hier diesen Cooking-Dings gibt es gar nicht mit Halloween-Special oder so. Keine Ahnung, ich schaue jetzt ja gerade im Moment nicht. Ich warte jetzt eigentlich drauf, dass wir Schluss machen, weil wir lassen die Leute hier so richtig in der Luft hängen. Du, andere Streamer quatschen auch nur. Ja, vielleicht hätte ja jetzt einer noch einen Vorschlag gehabt. Auch. Hatte ich geschenkt bekommen, das fasse ich nicht an. Ah, Phasmophobia meinte. Mhm. Markus, moin. Okay. Ale und Tail zu dritt oder viert wäre auch lustig, ja. Was wäre lustig zu dritt? Ale und Tail Tavern. Das, was Quack und ich gerade machen. Ja, das ist richtig, aber das passt ja nicht zu Halloween. Ne? Aber natürlich. Das stimmt. Wie gesagt, wir Ranch Simulator. Was? Der Range Sim. Zu zweit wäre auch cool. Rage Sim habe ich. Ist bei mir auf dem anderen PC nicht gelaufen. Auf dem PC habe ich es gar nicht ausprobiert. Ja, den habe ich auch. Und ich weiß, dass der Koop-mäßig geht. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja. Also dann, wir haben ja noch einen Monat, ein bisschen über einen Monat Zeit. Dann machen wir uns da nochmal Gedanken. Wie gesagt, schreibt uns da in Discord Vorschläge rein. Und dann gucken wir mal, was wir da Schönes an Halloween machen. Ne? Ja, genau. So, dann nochmal Entschuldigung, ne, aber Pannen passieren und es gibt Streamer, die machen extra eine Kategorie, ne,
die blödesten Spiele auf Steam und so, ne? Die schlechtesten Multiplayer-Games und... Keine Ahnung, also ich... Sorry dafür, dass es jetzt nicht geklappt hat, aber das haben wir halt vorher jetzt nicht gewusst, dass das Overcooked nicht funktioniert, ne? Ja. Die anderen zwei haben ja funktioniert. Ja. Von daher, sorry, ja. Wir haben eigentlich mit dem Besten angefangen. Ja. Das stimmt. Ja. Aber das haben wir auch vorher nicht gewusst, weil wir wussten ja von allen drei Spielen quasi noch nichts. Das ist richtig. Ja. Okay, ihr Lieben, ich komme, wenn du nachher nochmal angehst, dann komme ich auch. Ne, dann spiele ich jetzt halt ein bisschen für mich rum. Okay. Ein bisschen Seven Days to Die, die Mod Afterlife spielen. Ich spiele jetzt auch ein bisschen mit mir selbst. Ja. So, Leute, ne, dann spielt auch mit euch selbst, ne? Boas geht. Genau. geht auch ich mach nochmal jetzt, nachher ich mache jetzt auch ein Solo-Game, ja. Genau. Okay, ja, das ist leider dumm gelaufen. Ja, genau. Supermarkt Together. Ja, also wir überlegen uns was. Ja, alles klar. Überlegen uns was. Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen trotzdem und dann hören wir uns vielleicht bei Bubas manche nachher nochmal, ne? Dann macht's gut und ja, schönes Restwochenende. Tschüssi. Ja. Alles klar, bis dann, ciao. Was ich streame, Quack, das ist Motel Manager, da mache ich dann weiter. So, aber ich blende mich jetzt auch mal aus, dass ich da mit Pity gleichziehe. Also macht's gut, Leute, und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, ciao, ciao.